Einen schönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde, und ein herzliches Willkommen am Doomsday, der ja nun sich so langsam dem Ende entgegenneigt, ohne dass hier groß was passiert ist. Also Gerüchten zufolge ist der Weltuntergang wohl zu teuer geworden und ja, der nicht systemrelevant ist, gab es da keinerlei Zuschuss mehr. Also wir fahren heute Nürburgring-Nordschleife, kümmern uns mal gar nicht um das, was da so durch die Nachrichten heute getickert ist, sondern wir werden heute hier ein richtig schönes Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife genießen und sind jetzt also leider erst zum Warm-up draufgekommen, weil ja doch irgendwo so ein paar Überbleibsel des Weltuntergangs sich wohl auf R-Faktor hier ausgewirkt haben. Aber wie dem auch sei, wir haben hier jedenfalls jetzt zumindest mal eine Reihenfolge nach dem Qualifying, sind jetzt im Warm-up und werden jetzt also gleich durchstreamen. So, ich krieg noch eine Nachricht rein. Ja, kein Problem. Also, VRLN steht heute auf dem Programm mit der VLN 2005 Modifikation auf R-Faktor-Basis, natürlich auf der Nürburgring-Nordschleife. Wir haben ungefähr 40 Teilnehmer, die heute das Ganze hier aufnehmen werden. Und leider war das wohl ein bisschen zu viel gerade für unseren Stream, als wir versucht haben zu starten und gleichzeitig mit 40 Teilnehmern da drauf zu sein. Das sollte jetzt aber kein Problem mehr sein. Wir sind also hier auf dem Nürburgring, Warm-up steht an und wir werden uns da gleich mal die Startreihenfolge angucken. Oben läuft Uhr runter, wir haben gleich ein 120-Minuten-Rennen, 2 Stunden werden wir hier also gleich Non-Stop-Action haben. Und ja, dann gehen wir das Ganze jetzt mal durch. Die Startaufstellung also für das Rennen, das gleich stehend gestartet werden wird. Moritz Kanz, einer der Administratoren von R-Faktor bei Virtual Racing e.V., steht auf der Pole Position mit seinem BMW M3 E46. Das Fahrzeug hat hier, glaube ich, einen etwas falschen Sound, nämlich einen V8-Sound statt des üblichen reinen Sechszylinders. Zweite Position dann für Sascha Lestrange im Porsche 996 GT3 Cup. Da das Ganze hier aus dem Jahre 2005 stammt, ist hier vor allem noch der 996er Cup Porsche hoch im Kurs. Da gab es zwar den 997er schon, das war damals die erste Saison des 997er Modells. Allerdings ist der 996er hier so ein kleines bisschen schneller. Wir haben dann jetzt in der Box stehen Jonas Steffens und Jimmy Kahn. Da haben wir hier wieder 2 Porsche-Piloten. Dann Georg Ortner, der nächste 996er auf der 5. Position. Allesamt, die wir jetzt durchgehen, sind hier aus der VR2-Klasse. Es gibt heute 2 Klassen, die am Start stehen, VR2 und VR3. Die VR2-Klasse dabei die schnellere Kategorie, aber auch die sind nochmal unterteilt in 4 inoffizielle Klassen. Hier sehen wir den 6. schnellsten Bojan Mikic in seinem Porsche 993 RSR. Auf meiner Liste steht 964, aber wenn man sich das Fahrzeug genau ansieht, ist das ein 993er. Dann Edgar Steffens, ja, der hat sich die Diva geschnappt, den BMW M3 V8 E30 von Arthur Deutgen. Das Fahrzeug, was in der Konfiguration nicht gerade häufig eingesetzt worden ist, mit einigen Verbreiterungen. Steffens also hier auf der 7. Position. Dann René Krämer auf der 8, ein weiterer 993er Porsche. Erik Andersson auf der 9. Position in seinem grünen Porsche. Dabei handelt es sich jetzt, glaube ich, um ein RS-Modell. Startnummer 105 hat er. Da schauen wir hier gleich mal ganz schnell auf der Liste nach. Das kommt jetzt auch an, wo der steht, weil das Ganze ist hier nicht nach Startnummern, sondern nach diesen inoffiziellen Klassen sortiert. Deshalb ist es da nicht immer ganz so einfach, den direkt herauszufinden. Ja, es handelt sich um einen 996 GT3 RS und zwar von Steam Racing aus der Klasse SP7. Und die Top 10, die werden dann komplettiert von Oliver Möller in einem weiteren 993er Porsche aus der Gruppe H. Das ist bei diesen Fahrzeugen ja immer ein bisschen schwierig, alles zu unterscheiden, was da für Motoren drin sind, weil in der Gruppe H halt jeder Motor eines Fahrzeugs derselben Marke eingebaut werden kann. Er fliegt jetzt hier jedenfalls erstmal gerade in der schönen Dreifach-Rechtskurve ein bisschen ab, hat da gerade die Mauer ein bisschen mitgenommen, sollte hier die Fahrt jetzt erstmal fortsetzen können.
Also da gibt es verschiedene Motoren, natürlich den luftgekühlten 3,6 Liter Boxermotor mit 6 Zylindern, dann gibt es aber natürlich auch die wassergekühlten Versionen aus den moderneren Fahrzeugen, gerade die 996er GT3 Motoren wurden da gerne mal eingebaut. Rasmus Thalli auf der 11. Position in seinem Dürr Motorsport BMW M3 E46 ist der schnellste Fahrer aus der Klasse VR 2D. Diese inoffiziellen Klassen sind mit A bis D benannt und dabei ist je höher der Buchstabe wird, umso langsamer sind die Fahrzeuge. Also VR 2A ist die schnellste Kategorie, dann B, C und Thalli, der fährt also in der Klasse D. Dann sehen wir hier Andy Pfannschmidt in einem weiteren 996 GT3 RS. Marc Wiedecke in einem weiteren 993er Porsche, 13. Position. Dann geht es weiter mit dem flügellosen E46er M3 von Jürgen Gattringer, ein Fahrzeug aus der Klasse SP6. Diese BMW M3s ohne Flügelwerk, die wurden dann wenig später in die Klasse V6 aufgenommen. Die gab es aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 15. Position, Markus Hart. Ein Porsche 996 GT3 Cup einer etwas älteren Generation. Das ist also nicht derselbe Stand wie zum Beispiel der von Sascha Lestrange. Dann Alex Zumler mit der Startnummer 233. Das ist ein WTCC BMW. Da sind wir beim schnellsten der Klasse VR3. Also der schnellste aus der kleineren Klasse. Das ist das Fahrzeug, was von Schubert Motorsport eingesetzt wurde. Oder nein, es wurde vom BMW Motorsport eingesetzt. Der Schubert BMW allerdings ist ein baugleiches Fahrzeug. Haben hier, glaube ich, auch einen etwas falschen Sound. Nicht den Sechszylinder-Sound, sondern wir haben irgendwie den vom M3 GTR aus GTR 2 abbekommen. Dann Marc Herzig im Lamborghini Gallardo auf der 17. Position. 18. Markus Sauper, ja, ein Urgestein der VR. Startnummer 154, das ist das Fahrzeug. Das ist ein Fahrzeug aus der Klasse VR 2B und zwar von Charlotte Racing, ein E46er BMW M3. Ronny Fantini, der hatte hier regelmäßig die höchsten Topspeeds bislang gefahren. Er fährt für Schwedenkreuz Motorsport, auch ein E46er BMW M3 aus der Klasse VR 2A. Dann Maurice Brackhahn, den wir hier im Bild haben. Er ist unterwegs in einem BMW M3 E36 von Bonk Motorsport. Aus der Klasse SP5, dann Uwe Grunenberg in einem Cup Porsche 996, Marco Blech, Startnummer 98, das müsste wieder ein Porsche RS sein, ja, so ist es auch, von Kilian Tuning, er steht auf der 22. Position, dann Lukas Pichel auf der 23, auch er fährt hier einen Gruppe H Porsche und zwar ein 964er, da müssen wir auch mal auf das Heck gucken, das Heck ist also 993, kann aber sein, dass diese 993 Karosse auch einen 964er simulieren soll. Dann geht es weiter mit Jan Frischkorn, Startnummer 230, ein Fahrzeug aus der VR 3B, auch da haben wir diese Klasseneinteilung, ein BMW 320i aus im STW drin, aus den 90er Jahren von Bonk Motorsport. 25. ist Christian Semba. Er ist unterwegs in einem E36er BMW M3, das müsste die Klasse SP5 sein. Bin ihn gerade jetzt auf die Schnelle mit der 171 so schnell nicht. Da haben wir ihn, ja. Energy Motorsport Startnummer 171 ist Klasse SP5 und zwar VR 3B. Sebastian Schmidt, das ist dann einer, der in diesen Schubert BMW sitzt, Startnummer 232, dann Mario van Aken in einem Extremumbau von Porsche 993. Die 669 ist jetzt in der Klasse VR 3 allerdings aufgeführt, ein 964er Porsche von Edgar Dören damals pilotiert in der Klasse H2. Dann geht's weiter mit dem E30er BMW M3. Alexander Brase ist auf diesem Fahrzeug unterwegs, dann machen wir Peter Neundorf und Jan Weber, das sind jetzt mal die schnellsten 30. Wir haben etwa 40 Fahrer auf dem Server und zwar sind es 40 genau, den unseren Übertragungswagen von MultiBC müssen wir ja rausrechnen. Dann noch weiter Jesper Pape, Honda S2000, Ralf Krämer und jetzt geht es in die Rennsession rein. Müssen wir jetzt kurz warten. Fahrzeuge werden jetzt gerade nicht angezeigt. So, und dann wird es also gleich mit einem stehenden Start losgehen.
Und 120 Minuten stehen dann auf dem Programm. Wir haben also oben eine Uhr, nur ob die funktioniert, ist nicht immer so ganz klar. Deshalb werde ich mal die Stoppuhr mitlaufen lassen. Das Ganze wird dann also etwas nach 23 Uhr vorbei sein. 2 Stunden stehen also jetzt auf dem Programm. Wir warten darauf, dass die Ampeln geschaltet werden und dann wird sich das Feld dann gleich in die erste Kurve reinstürzen. Das ist natürlich immer gleich mal ein neuralgischer Punkt, aber die sollten alle wissen, dass sie das Rennen hier nicht in der ersten Kurve gewinnen werden. Also Ampeln sind geschaltet und los geht es. Uhr läuft und direkt da vorne vermasselt mal der Puls hinter den Start und der Drittplatzierte muss es bezahlen. Über den fallen sie jetzt hier reihenweise her, da geht es ganz weit zurück und jetzt stürzt sich das Feld hier auf die erste Kurve zu. Kranz hat mal die Führung, Lestrange geht über die Außenbahn. Kranz macht innen erstmal alle Lücken dicht. Feld stürzt sich rein. Und da dreht sich das erste Fahrzeug raus. Das müsste Jimmy Kahn gewesen sein, der Drittplatzierte aus der Startaufstellung. Jimmy Kahn hat sich direkt hier am Anfang weggedreht. Kranz führt vor Lestrange und Mikic, der einen guten Start gehabt hat. René Krämer Vierter, dann Oliver Möller. Pfannschmidt schon auf der Sektposition. Ja, da hat sich einiges getan. Das werden wir uns gleich alles im Replay nochmal angucken. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie sich das Feld hier durch die Mercedes Arena durchfühlt und ob hier alles weiter glatt geht. So, da haben wir jetzt sehr schön, da geht schon wieder schief. Einer der schwarzen Porsche hat sich da verabschiedet. Pfannschmidt ebenfalls, der ist hier ganz weit außen. Also es gibt einige, die da zurückgefallen sind. Das war Oliver Möller, der sich da gerade gedreht hat. Und jetzt gehen wir das Ganze nochmal hier durch, was sich da in den ersten Kurven getan hat. Vor allem die Frage, was ist mit Jimmy Kahn passiert? Warum hat der sich da so weggedreht? Und was war da direkt auf dem Startplatz los? Da hat er einen richtig zurückgeworfen. Also Jimmy Kahn ist jetzt als 16. hier geführt. So, den nehmen wir hier nochmal mit. Hat einen super Start gehabt. Ist da direkt mal in Richtung Platz 1 gegangen. Ist dann aber innen so ein bisschen eingeklemmt worden. Da sehen wir, da fehlt ihm dann doch ein bisschen an Leistung hier, die gerade runter. Bremst etwas früher. Bis hierhin war mal alles noch in Ordnung. Lag so auf Kurs dritte Position und dreht sich von selbst weg. Da hat keiner mitgeholfen. Also keinerlei Fremdeinwirkung hier bei diesem Dreher, den wir dort gesehen haben. Hier hinten allerdings ist es bei einigen ziemlich schief gegangen. Und da müssen wir jetzt mal ganz weit zurückschalten. Da sind nämlich mehrere Fahrzeuge jetzt ganz weit zurück. Jesper Pape zum Beispiel. Oh, da haben wir leider ein paar Lecks. Da sehen wir nur mehrere Fahrzeuge stehen und das können wir leider gar nicht mehr hier uns anschauen, weil da die Daten nicht richtig übertragen worden sind. Also es hat da in der ersten Kurve durchaus einige Unfälle gegeben im Mittelfeld. Jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal an. Wir sind im Streckenbereich Flugplatz. Moritz Kranz, Sascha Lestrange, Bojan Mikic auf der dritten Position. Dann René Krämer, der ist ein bisschen nach vorne gekommen. Edgar Steffens jetzt auf der 5. Erik Andersson, Jonas Steffens. Das war derjenige, der am Start durch diesen schlechten Start von Moritz Kranz richtig in die Bredouille gekommen ist und ganz viele Positionen verloren hat, ist jetzt schon wieder auf der 7. Position. Rasmus Thali 8, dann Tim Neuendorf. Wir warten mal, wo der Erste aus der VR3-Klasse kommt. Der ist zumindest mal nicht unter den Top 10. Marc Herzig hier im Kampf mit Oliver Möller. Möller will natürlich Boden wieder gut machen, wird aber auch seinerseits attackiert von Raphael Stadelmann, der ebenfalls sehr weit vorne stand und jetzt so ein bisschen zurückgefallen ist, auch schon die ein oder andere Beule hat, aber jetzt gerade selber überholt wird von Jimmy Kahn, der natürlich seinerseits ebenfalls noch ein paar Plätze gut machen will. Jimmy Kahn war ja einer der Siegkandidaten heute, aber das dürfte sich jetzt bereits zerschlagen haben. Er steckt jetzt hier fest, Möller jedenfalls ist vorbei an Herzig, Kahn dahinter, dann Stadelmann. So geht es jetzt durch den Adenauer Forst. Eigentlich schwierig auf der Nordschleife zu überholen. Möller hat es gerade geschafft. Also so faszinierend diese 20 Kilometer Nordschleife auch sind, es ist sehr, sehr schwierig hier zu überholen, wenn man nicht gerade auf der Döttinger Höhe oder dann auf dem Grand Prix-Kurs, die übrigen 4,5 Kilometer unterwegs ist. Da muss dann der Gegner natürlich schon mitspielen. Und Pfannschmidt hat sich hier gerade Raphael Stadelmann geholt, der also einen weiteren Platz verloren hat. Dahinter dann Georg Ortner. Auch der muss beim Start so ein bisschen zurückgegangen sein. Er war ja 5. in der Startaufstellung. Also das war vielleicht der Porsche, den wir da gerade in der Mercedes Arena eben oft gesehen haben. Der ist jetzt jedenfalls 16.
Markus Harter auf der 17, dann Alex Humler, das ist der erste aus der VR3 auf der gesamt 18. Position. Sascha Lagler 19, dann Ronny Fantini, Marco Sauper 21, Maurice Brackhahn, dann Sebastian Schmidt, Jan Frischkorn. Oh, schönes BMW-Duell hier, beziehungsweise sogar ein Dreikampf. Ja, da haben wir alt gegen neu, den WTCC BMW M320i E46 gegen den Vorgänger, den nach Super Touring Car Reglement aufgebauten BMW 320i E36. In dem einen schlägt ein Vierzylinder mit etwa 300 PS, in dem anderen ein rein Sechszylinder mit etwa 280 Pferdestärken. Allerdings, wie gesagt, diese WTCC-BMWs, die haben hier nicht den ganz richtigen Sound. Die haben da irgendwie was aus dem BMW M3 aus GTR2 spendiert bekommen. Also normalerweise müssten sie sehr hoch jaulen. Das ist hier nicht der Fall. Jan Weber auf der 26. Position in seinem BMW M3. Auch da ist, glaube ich, ein Vierzylinder-Sound mit drin. Und der führt hier ein ganzes Paket an mit Jan Weber und Christian Semba. Dann geht es weiter mit Pierre Uhlenbrock. Der hat diesen Porsche übrigens erst sehr spät bekommen. Der wollte ursprünglich ein anderes Fahrzeug fahren. Dann ist der Porsche aber wieder frei geworden und der hat sich den schnell geholt. Lukas Pichel geht hier gerade vorbei an Peter Neuendorf. Nutzt da die Porsche Power. Allerdings sehen wir, dass bei ihm einiges eingedellt ist. Der war also auch in dieses Gemetzel da in der ersten Kurve mit verwickelt. Neuendorf jetzt 31. Dann Marco Blech. Dann schauen wir noch weiter nach hinten. Oh, fehlte da gerade was? Ja, da fehlt einiges bei Marco Blech. Da fehlt mal die ganze Frontschürze. Kein Abtrieb mehr auf der Vorderachse. Vorne wird es ein bisschen eng zwischen Pichel und Neuendorf. Also Blech scheint ihn allerdings jetzt nicht so sonderlich hier zu beeinträchtigen. Das überrascht mich, weil das ist eigentlich doch schon eine ganze Menge Abtrieb, dem jetzt da vorne fehlt. Aber das Fahrzeug scheint noch richtig gut zu funktionieren. Erstaunlich. Christian Frank ist 33. Dann Ralf Krämer. Da sind wir jetzt beim besten Honda S2000. Im Kampf mit Mario van Aken, der diesen Porsche 964 fährt. Man mag denken, ja, der Porsche sollte doch eigentlich viel schneller sein, aber nochmal, das Fahrzeug ist in der Klasse VR3B gemeldet und der Honda S2000 in der VR3D, also ein bisschen schneller ist der schon noch, aber der ist bei weitem nicht so schnell wie die 993er Porsche, die wir hier sonst sehen. Uwe Grunenberg dann in einem weiteren Cup-Porsche, der ist aus der VR2A, also der ist auch richtig zurückgegangen. Dann also nochmal Ralf Krämer, der jetzt gerade zwei Positionen verloren hat. Andi Gratz, Markus Henkel, Jesper Pape, Jürgen Gattringer. Das ist das Feld, alle sind noch unterwegs, alle 40. Und wir schauen jetzt erstmal wieder vorbei, wie es an der Spitze aussieht. Wir nähern uns dem Ende der ersten Runde. Zu erwarten sind 14 Runden, 14 Umläufe. Natürlich stehen da auch Boxenstopps noch mit auf dem Programm. Also Moritz Kranz lässt hier erstmal nichts anbrennen, aber da hat sich gerade was getan, weil Bojan Mikic steht da an einer ganz gefährlichen Stelle. Jetzt müssen alle gucken, dass sie da vorbeikommen, der muss schleunigst da weg. Oh, das war natürlich, das war eine Stelle, das war glaube ich Eingangssprunghügel. Ja, genau, das ist zwischen den beiden Sprüngen am Pflanzgarten, sortiert sich jetzt hier vor Tim Neuendorf wieder ein, der da gerade mal eine Notbremsung machen musste. Vor ihm glaube ich auch einer in der Bredouille. Rasmus Thali war das. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie der Mikic da zum Stehen gekommen ist. Ausgangspflanzgarten, ja, ist da zu weit rausgekommen. Etwas zu schnell reingefahren, kommt dann hier in den Kies und dann geht ihm das Fahrzeug doch noch auf diesen kleinen Grasstreifen da weg. Er dreht sich mehrfach um die eigene Achse und fast wäre er vom Krämer erwischt worden. Und hier Rasmus Thali, der danach sehr langsam unterwegs gewesen ist. Da musste einer der Porsche, ich glaube Jimmy Kahn, es war der andere aus diesem Rennstall, musste da verzögern. Das war es aber nicht. Hier kommt er aus dem Tritt, Rasmus Thali, aber das war es auch schon. Das war nichts Wilderes. Jetzt wird er den fahren lassen müssen. Das ist Jonas Steffens, das war der andere. Jimmy Kahn ist noch ein bisschen weiter hinten. Den sehen wir hier gerade im Kampf mit Marc Wienicke. Jetzt die Frage, wie sieht das mit dem Topspeed aus? Cup Porsche gegen einen mit etwas mehr Luftwiderstand. Ja, da hat der 993er keine Chance. Und Windschattenkämpfe sind jetzt angesagt. Jetzt zählt natürlich auch vor allem die Motorleistung bei diesen verschiedenen Fabrikaten, die wir hier haben. Da sehen wir jetzt hier eine Porsche-Schlacht. Jimmy Kahn jedenfalls macht mehrere Plätze gut. Wienicke geht zwei zurück, denn auch der... Neuendorf geht zwei zurück, denn auch Wienicke geht durch. Und Kahn versucht noch den nächsten zu attackieren. Ganz gefährliche Situation. Damit zwei Fahrzeugen jetzt hier beim Anbremsen Hohenrhein-Schikane. Aber es geht gut. Nein, es geht nicht gut. Zwischen Wienicke und Neuendorf hat es gekracht. Neuendorf fährt erstmal volles Rohr vorwärts in die Leitplanke. Fahrzeug aber noch in Ordnung.
Und die ersten sind draußen, Jonas Steffens und Georg Ordner. Schauen wir uns alles an. Jetzt nochmal, was ist hier passiert? Wienicke fährt auf den Porsche von Jonas Steffens auf und der ist, glaube ich, dabei dann direkt raus. Na, was ist da passiert? Ne, den hat der Armageddon erwischt, der ist weg. Also Disconnect für Jonas Steffens und ich glaube, dasselbe ist dem Georg Ordner im selben Atemzug passiert. Ja, also, da kommt der Weltuntergang doch noch an bei den beiden, die sind jedenfalls draußen. Kranz erstmal 8,49 im ersten Umlauf und wir schauen mal, dass wir wieder zurückkommen in das Feld. Also Moritz Kranz führt vor Sascha Lestrange, die werden das unter sich ausmachen. Der drittplatzierte René Kremer hat da bereits einen Rückstand von 16,2 Sekunden. Also das ist jetzt mal locker 13 Sekunden hinter Lestrange. Das heißt also, die Spitze, die sollte sich heute auf ein Duell zwischen Porsche und BMW herauskristallisieren. Edgar Steffens hat jetzt von diesen ganzen Vorfällen gut profitiert, ist mit der Diva auf der vierten Position und zwar richtig nahe dran. Und hier hinten geht es nochmal richtig zur Sache. Bojan Mikic und Jimmy Kahn beim Anbremsen NGK-Schikane. Ja, Mikic auf der besseren Linie da gewesen, ist aber zu schnell in die Schikane reingefahren, aber trotzdem kann er sich da irgendwie vorne halten. Und da steht Kremer. Kremer steht. Was ist denn hier los? Hat der etwa nicht aufgetankt? Ne, der Motor läuft noch. Da ist wohl... Ist da irgendwas im Real Life los? Also, ja, sieht so aus. Jetzt fährt er nämlich wieder los. Da war wohl irgendwas im Real Life, dass er da stoppen musste. Wir schauen mal hin. Ah, er hat hier einen leichten Lag, aber das ist auch nichts weiter. Ja, und dann hält er einfach an. Also, da war irgendwas los. Vielleicht wollte Frau oder Kind irgendwas oder es war irgendeine technisch bedingte Schwierigkeit, dass da irgendwie sich ein Kabel gelöst hat oder irgendwelche Geschichten. Jedenfalls ist Kremer jetzt nur noch 15. damit Steffens jetzt auf der dritten Position. Anderson 4 und der macht richtig Jagd auf die Diva, denn der ist jetzt schon fast dran. Mit seinem Porsche 996 GT3 RS. Und dann der Kampf zwischen Mikic und Kahn, auch das ist natürlich richtig spannend. Tali ganz stark auf der siebten Position aus der Klasse VR2D. Aber der ist ja schon ganze Weltmeisterschaften mitgefahren, auf Formel 1 basiert. Also das ist durchaus ein ganz schneller Mann. Jetzt kommt hier ein Ausbremsversuch vor der Arenberg. Kahn, nein. Lässt da bleiben. Was tut sich hier zwischen Anderson und Steffens? Zieht sich auseinander. Also schauen wir auf Jimmy Kahn. Da hinten wechseln auch die Positionen. Wir schalten da gleich hin. Jetzt nehmen wir aber erstmal hier die Fuchsröhre mit. Da kriegt man zwar einen Windschatten, aber da unten kann man natürlich eigentlich nicht zu zweit durchfahren. Ja, also da schlägt es richtig auf den Magen hier in der Kompression. Schauen wir ein bisschen weiter durch. Oliver Möller und Tim Neuendorf immer noch im Kampf. Möller ja anfangs so zurückgefallen. Hat sich hier schon ein bisschen auseinandergezogen. Da ist René Kremer. Der hat schon mal einen wieder überholt. Also einer muss hier gerade ordentlich zurückgegangen sein. Alex Humler, Sascha Lagler und Ronny Fantini hier im Kampf. Dann Marco Saupe. Gucken wir mal gerade rauszukriegen. Wer ist denn da zurückgefallen? Also mir fällt da gerade jetzt keiner auf. Aber Kremer ist jetzt wieder 15. oder kam auf der 15 aus. Ich hatte den jetzt noch irgendwie auf der 16 im Kopf. Maurice Brackhahn auf der 20. Position. Ist der schnellste aus der VR3B-Kategorie. Schnellster aus der VR3 gesamt ist allerdings Alex Humler auf der 16. Position. Einen Boxenstopp haben wir gerade gehabt, ziemlich weit hinten, das war Jesper Pape. Dann noch die einzigen beiden Ausfälle, Steffens und Ordner. Das sind aber zwei, die da ganz vorne mitgeredet haben. Und Lestrange hat einen Rückstand von 7 Sekunden jetzt auf Moritz Kranz. Da war wohl auch er mal ganz kurz neben der Strecke. Also jetzt sieht es doch gut aus für Moritz Kranz in der führenden Position in seinem BMW M3 E46. Jimmy Kahn jagt hier Bojan Mikic vor sich her. Aber wo auf der Nordschleife überholen? Er muss sich wahrscheinlich bis zur Döttinger Höhe gedulden. Also wenn jemand nicht will, dass der Gegner vorbeigeht, dann kann er den die ganze Nordschleife hinter sich halten. Das dauert dann bis zur Döttinger Höhe, da sollte das dann normalerweise mit dem Windschatten
machbar sein. Und wenn es da an Leistung fehlt, dann ist das natürlich problematisch. Dann ist das schwierig, da überhaupt irgendwie ranzukommen. Und wir haben das ja gesehen, zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen 2009. Dirk Adorf im Ford GT vorneweg hatte etwas mehr Topspeed als Marc Lieb, der im Mantai Porsche dahinter hang. Lieb hätte locker auf die Runde sicherlich 5 bis 10 Sekunden schneller gekonnt, aber er hing dahinter. Auf der Nordschleife selbst konnte er nicht überholen und auf der Geraden fehlte es ihm. Das hat sich dann also erst dadurch erledigt, dass Adorf dann einen kleinen Abgang bei einer Überrundung gemacht hat. Jetzt ist Jimmy Kahn aber doch vorbei. Jetzt ist es passiert. Schauen wir mal hin, wie. Das war jetzt hier wohl im Bergaufstück Kesselchen. Erstaunlich, dass das so geklappt hat. Ja, da hat Bojan Nikic mitgespielt. Hier das Ganze nochmal aus dem Windschatten heraus. Setzt sich daneben und hier geht sofort Nikic ganz nach rechts. Und nur deshalb kommt er hier vorbei. Wäre Nikic da mittig gefahren, wäre das nicht gut gegangen. Dann hätte Kahn vom Gas gehen müssen. So aber ist er vorbeigekommen. Jetzt sollte er schauen, dass er ein paar Meter rausfährt bis zur Döttinger Höhe. Dann sollte er den Platz auch sicher haben und kann sich dann auf die Plätze 3 und 4 konzentrieren. Also alles bis Platz 3 ist für ihn auf jeden Fall noch machbar. Man sieht hier, wie sich die Abstände vergrößern. Man schaut sich das jetzt mal an. Teilweise 9 Sekunden. Alex Humler 48,5. Jetzt schauen wir mal, was der draufkriegt in einem Sektor. Das waren fast 10 Sekunden. Also das zieht sich schon sehr weit auseinander. Hier natürlich vor allem fahrzeugbedingt. Aber trotz allem gibt es hier noch einige schöne Kämpfe. Auch klassenübergreifend. Also wir sehen hier zum Beispiel Humler, wie er da Sascha Lagler hinter sich hält. Und Ronny Fantini. Das ist schon eine starke Leistung. Sascha Lagler fährt in der VR2C und Fantini in der VR2A. Und Alex Humler schafft es derzeit mit einem VR3-Auto, die beiden hinter sich zu halten. Kann natürlich gerade jetzt hier in den kurvigen Bereich Wippermann, Weschbach, Brümchen, Landsgarten richtig was gut machen. Aber den Vorsprung braucht er dann natürlich auch, denn auf der Döttinger Höhe kann es ihm dann recht schnell an den Kragen gehen. So, Brakan, schauen wir mal hier auf den Generationenkampf. Da hat das alte Fahrzeug jetzt die Führung übernommen. Daniele Bonaventura ist noch dahinter und der zweite ist ein bisschen zurückgefallen. Der zweite Schubert BMW, das ist Sebastian Schmid, den wir jetzt hier mit 8 Sekunden Rückstand auf Bonaventura sehen. Lukas Pichel immer noch auf seiner Aufholjagd, dann Christian Semba, Marco Blech. Der fährt, glaube ich, immer noch ohne Frontschürze, weil der war nicht in der Box, ja. Scheint das wohl so problemlos hier über die Bühne zu bekommen. Dann Peter Uhlenbrock, da fehlt vorne ein Scheinwerfer, ansonsten aber nicht so sonderlich viel. Hier Alexander Brase und Peter Neuendorf im Kampf. Neuendorf fährt in der Klasse VR3C, ein Fahrzeug aus der SP5-Kategorie. Und Brase, das müsste so etwa dieselbe Kategorie sein. Ich jetzt hier aber so schnell gerade nicht auf meinem Zettel. Wie gesagt, das Ganze ist hier nicht irgendwie nach Startnummern sortiert, sondern nach Klassen. Da müssen wir dann mal so ein bisschen durchschauen. Startnummer 211. Ja, da haben wir ihn. SP4 ist das. Das ist also, da ist noch der Original BMW M3 E30 Motor mit 2,5 Litern Hubraum verbaut. Da könnte sich jetzt gleich aber was tun, denn da sollte der E36er dann doch einen Leistungsüberschuss haben mit seinem reinen Sechszylinder aus der hubraumstärkeren Klasse. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Vorne Moritz Kranz, 8:40.399, sehr starke Rundenzeit, nur 2 Sekunden über dem Rundenrekord. The Strange, 8 Sekunden Rückstand, dann ein Loch bis zu Edgar Steffens und da beginnt dann die nächste Gruppe. Jetzt schauen wir mal, ob der E36er hier vorbeikommt. Das sieht so aus. Der ist jetzt schon vorne. Und da sehen wir das Ganze auch. Da wird jetzt der E30 selbst im Windschatten nicht mehr mitkommen. Da fehlen dann natürlich doch ein bisschen die Zylinder. Auch wenn zumindest in der Realität der E30 die Soundwertung natürlich ganz eindeutig gewinnt. Hier in der Simulation ist der Sound allerdings ein bisschen weniger spektakulär als in der Realität. Wir haben Frank 30, dann Mario van Aken. Jan Weber.
Und dann ist es hier doch schon relativ weit auseinandergezogen. Ralf Krämer auf der 33. So, da ist es gerade ein bisschen überlagert. Jetzt haben wir jetzt wieder Uwe Grunenberg auf der 34. Also ich muss dazu sagen, im Stream, da kann man die Namen natürlich jederzeit lesen. Blech geht jetzt doch an die Box. Hier auf dem Live-View überlagert sich das schon mal so ein bisschen. Der ist da deutlich weniger aufgelöst als der Stream. Also Grunenberg 34, Markus Henkel in einem E30er BMW auf der 35, dann Andi Gratz. Jürgen Gattringer, der muss wohl schon an der Box gewesen sein. Anders ist dieser Rückstand hier nicht zu erklären, der war ja in den Top 10 ab dem Qualifying. Und jetzt Papapa auf der 38. Position, ist das letzte Fahrzeug, was noch fährt. Also vorne stagniert es. In der Tat muss Sascha Lestrange einen kleinen Fehler drin gehabt haben und hat sich dabei diesen Rückstand eingefangen auf Moritz Kranz, der jetzt stagniert. Also er kommt da nicht mehr ran. Steffens hat jetzt ein bisschen Vorsprung gewonnen, weil Jimmy Kahn den Erik Andersson jetzt anfängt zu beschäftigen. Auch hier haben wir jetzt einen Porsche-Generationenkampf, den Porsche 996 GT3 RS gegen den Porsche 997 GT3 Cup. Ist ein 996er. Oh, da entscheidet sich das, glaube ich, jetzt schon. Andersson hat da ein paar Schwierigkeiten. Er war da mächtig neben der Linie. Dadurch geht Kahn jetzt vorbei. Glück für Andersson, dass da nicht mehr passiert ist. Das war nämlich schon kurz vor einem Riesenabflug. Da hat es ja schon mal drei Porsche auf einmal zerschellt. Mantai Porsche, Alzen Porsche, Land Porsche. Und da war Erik Andersson gerade kurz davor, diese Situation fast zu kopieren. Damit ist Jimmy Kahn jetzt kampflos vorbeigekommen und kann sich natürlich gleich der Jagd auf Edgar Steffens widmen. Jetzt 3 Sekunden Rückstand. Und Bojan Mikic auch nur 3,5 hinter Andersson. Also vielleicht geht auch da was. Da hätten wir dann einen echten Porsche-Generationenkampf. Denn er ist hier auf dem, ja immer noch nicht so ganz klar, 964 steht auf der Liste. 993 ist es vom Modell. Ja, und Olli Möller jetzt bei Andy Pfannschmidt angekommen. Schleppt immer noch Raphael Stadelmann mit sich herum und dann Rasmus Thali. Thali hat da jetzt ein paar Plätze verloren. Das ist vor allem leistungsbedingt. Jetzt schauen wir hier aber erstmal auf Möller, der hier richtig Jagd macht auf Pfannschmidt. Aber jetzt natürlich wieder dieses Phänomen, das mit dem Überholen ist hier richtig schwer. Ganz nah an der Mauer vorbei, Ausgang Kallenhardt. Und jetzt in diese wunderbare Schikane dort durch die Kompressionen durch, diese Schikane, die keinen Namen hat, hin zur dreifach rechts. Das ist übrigens die Kurve, die Hermann Thielke mit dem legendären Turn 8 in Istanbul versucht hat nachzubauen. Ist von dieser Dreifachkurve dort inspiriert gewesen, durch Wehrseifen hindurch. Jetzt vielleicht, wenn man hier gut rauskommt, könnte man versuchen, vor der Breitscheidbrücke zu überholen, aber da müsste man jetzt schon neben sein. Gleich wieder im Bergauk Richtung Bergwerk, aber da ist dann natürlich auch die Frage, wie viel Leistung steckt im 993er. Stadelmann jedenfalls hält gut Anschluss, Rasmus Thali auch, aber der wird gleich ordentlich zurückfallen, leistungsbedingt auf dem Weg nach oben. So, und jetzt die Frage, wer hat hier wie viel Power? Raphael Stadelmann, VR3C Kategorie. Oliver Möller, VR3B. Und Andy Pfannschmidt, ebenfalls VR3B. Aber da gibt es natürlich dann auch nochmal untereinander so gewisse Unterschiede. Das sind ja nur Zusammenfassungen aufgrund der Gesamtperformance. Auf jeden Fall geht der 996er richtig ab geradeaus. Da steht Möller jetzt vor ein Riesenproblem und da sehen wir das jetzt. Stadelmann hätte da eigentlich schneller gekonnt, aber da Möller mittig gefahren ist, gab es keine Chance, da irgendwo vorbeizukommen und Möller blieb nichts anderes übrig, als vom Gas zu gehen. Damit bliebe eigentlich nur, ja, dann der Weg rein in die Mercedes-Arena, ist da irgendwo zu versuchen. Hinten hat es einen Platztausch gegeben, weil da steht der Lamborghini. Da steht Marc Herzig in der Mutkurve.
Ist nicht ganz so schlimm, wo er da steht, aber jetzt komm mal da wieder los. Zum Glück gibt es so eine Leiste unten, die anzeigt, wo sich die Fahrzeuge auf der Strecke befinden. Ja, schmeiß das Auto jetzt rum. Leider ist das nicht aufgezeichnet worden, was da passiert ist. Deshalb können wir da auch keinen Replay liefern. Jedenfalls hat er sich da ordentlich das Fahrzeug verbeult, aber es fährt noch. Wir sind da so um den 20. Platz zurückgegangen. Genau 20. ist er hinter Maurice Brackan. Der Kampf Marco Saupe gegen Fantini. Oh, durch diese Kurve hindurch hier an der hohen 8. Fantini steckt zurück. Oh, das war aber gerade ein ordentlicher Ritt, da zu zweit nebeneinander durchzufahren. Respekt, dass das so geklappt hat. Natürlich weiß man in der VR, wie fairer Motorsport geschrieben wird und wie der praktiziert wird vor allem. Aber das hätte man jetzt nicht jeder hingekriegt, da so nebeneinander zu zweit durchzufahren. Saupe bleibt erstmal noch vorn. Wir schalten wieder nach vorne, denn Jimmy Kahn ist ja schon vorbei an Edgar Steffens. Das wenigstens noch drauf. Ne, auch da scheint uns der Replay das nicht einzuliefern. Also damit haben wir jetzt Jimmy Kahn wieder auf seiner dritten Position. Aber natürlich ohne irgendwelche Chancen, jetzt nach vorne noch irgendetwas gut zu machen. Aus eigener Kraft geht da nichts mehr. Das Train schult wieder leicht auf. Aber diese Lücke muss man jetzt natürlich auch erstmal zufahren. Da muss man dann abwarten, wie schnell die Crews beim Boxenstopp sein werden. So, damit können sich jetzt Steffens und Andersson wieder auf ihren Kampf konzentrieren. Und Mikic ist da auch noch nicht ganz draußen aus dieser Nummer. Dann dieses Dreierpaket. Und da wird es jetzt gleich wahrscheinlich ganz schwer werden für Oliver Müller, denn Stadelmann scheint jetzt auf der Geraden etwas schneller zu sein. Das ist da vermutlich nicht auf die Motorleistung, sondern eher auf den Luftwiderstand zurückzuführen. Also man schaue sich den breiten Porsche an und dann der BMW dahinter, der eigentlich außer einem Flügel keine weiteren Anbauten hat. Bandschmidt ein bisschen draußen, der muss jetzt die Luft beiseite schaufeln. Komm, durch das Schlangenlinienfahren verliert man eigentlich mehr an Geschwindigkeit, als dass man da jetzt irgendwie den Gegner in Schwierigkeiten bringt. Aber dahinter passiert genau das, was zu befürchten war. Stadelmann wird wohl an Müller vorbeigehen, zumal jetzt Bandschmidt auch ihm den Windschatten liefert und nicht dem Porsche-Piloten. Ja, Stadelmann ist vorbei an Müller. Kommt da gerade weit raus, das ist aber in R-Faktor nicht so problematisch. Die Wiese hat relativ viel Grip. R-Faktor 2 wäre da schon fast ein sicherer Abgang gewesen. Oh, hat da alle Mühe jetzt beim Rausbeschleunigen. Deshalb ist Müller auch wieder daneben. Der ist besser rausgekommen. So, reicht das jetzt? Das, was er da mitgenommen hat? Ja, sieht so aus. Er ist jetzt erstmal vorne, aber... Na, was machen die denn da? Jetzt hat Müller mitten auf der Geraden gebremst. Warum, kann ich jetzt auch nicht sagen. Jedenfalls ist die alte Reihenfolge wieder hergestellt, wie wir sie auf der Döttinger Höhe hatten. Im Bereich Antoniusgruppe. Also Müller ist jetzt wieder hinter Stadelmann. Dieser wird jetzt Jagd machen auf Pfannschmidt. Ja, für Müller natürlich immer noch ärgerlich, dieser Dreher, den er hier drin hatte, genau in der ersten Runde in der Conti-Spanne. Das hat dafür gesorgt, dass er jetzt so weit hinten liegt und sich da rumschlagen muss mit einem BMW, der auf der Geraden schneller ist als er, aber in den Kurven aufhält. Neuendorf bemüht, da irgendwie Anschluss zu diesem Paket zu finden. Ja, hat René Krämer schon einiges abgenommen. Nee, beziehungsweise nee, Neuendorf war mit Möller zuvor, mit dem anderen 993er Porsche im Kampf und der ist ein bisschen weiter vorne. Neuendorf dahinter und Krämer, der ist ja dabei, hier jetzt von seiner Kaffeepause da verlorenen Boden wieder gut zu machen. Der wird natürlich jetzt dieses Paket da auch irgendwann erreichen. Marc Wienicke, Markenkollege im 993er, Sascha Lagler.
Kollege wiederum von Tim Neuendorf, zumindest mal jetzt hier bei diesen VLN-Teams. Oh, der war gerade leicht draußen. Habe ich sogar ein ganz bisschen Leitplanke mitgenommen. Markus Hart, Alex Humler, immer noch der Führende in der Klasse VR3. Marco Sauper und Ronny Fantini diskutieren das hier immer noch aus. Momentan hat Sauper wieder einen etwas größeren Vorsprung. Dann Brakan, Bonaventura. Oh, wo ist denn der WTCC BMW abgeblieben? Ist Marc Herzig an die Box gekommen? Da ist erst Jan Frischkorn. Also da ist Bonaventura jetzt ganz weit von ihm weggekommen. Lukas Pichel und dann Sebastian Schmid. Oh, sind die, haben die sich etwa irgendwie gegenseitig jetzt da in die, sind sich da gegenseitig aneinander geraten. Christian Semba folgt auf der gesamt 25. Position, dann Pierre Uhlenbrock. Das ist übrigens die Anfänge des Fricadelli-Teams. Das ging da irgendwann so um den Dreh 2005 los. Peter Neuendorf, Alexander Brase, Christian Frank und ja, hier gibt es auch einen unterhaltsamen Kampf. Bleiben wir da mal drauf. Christian Frank, Mario van Aken und davor Alexander Brase. Neuendorf ist da schon weit weggekommen mit dem E36er. Da hatten wir ja vor etwas mehr als einer Runde diesen Kampf auf der Döttinger Höhe gesehen. Ja, und van Aken mit diesem Porsche. Ich gehe mal davon aus, dass man hier den 993er genommen hat, weil das das einzige Modell war, was irgendwie verfügbar gewesen ist. Der 964 nämlich, der wurde nicht in einer so spektakulären Version gebaut, sondern da muss man sich jetzt eigentlich 964 Carrera vorstellen. Das würde dann so in etwa diesem Speed entsprechen. Also das Auto sieht unglaublich spektakulär jetzt aus und passt da eigentlich gar nicht hin, aber wenn man sich das so denkt, dass da ein 964er Cup Porsche fährt, also noch mit diesem ganz normalen Carrera-Flügel, dann kann man sich vorstellen, dass das schon ungefähr hinhaut. Ja, mit der Startnummer 178 Christian Frank, der ist in der Klasse SP5, Lingmann Motorsport, BMW M3 E36, allerdings hier ein Fahrzeug geführt in der Klasse VR3C. Also man merkt schon, die SP5, die zieht sich da ziemlich weit, von der VR2C bis hin zur VR3C runter. Sogar in der VR3D gibt es noch einen M3 aus der SP5. Also da sind die Fahrzeuge schon eingeteilt worden, obwohl sie VLN-technisch in einer Klasse fahren, tun sie das hier in der VR nicht. Brase hat gerade mal einen Angriff abgewehrt von Christian Frank. Das hat auch van Aken jetzt wieder angebracht. Schauen wir nochmal schnell weiter durch. Jan Weber, Grunenberg, Ralf Krämer, Marco Senkel, Marco Blecher, alles weit, sehr weit auseinander hier hinten. Also hinter dem Dreikampf ist es dann schon sehr weit auseinandergezogen. Da spielen dann natürlich auch Boxenstopps mit einer Rolle, die unplanmäßig gewesen sind. Radelmann und Möller sind übrigens beide an Pfannschmidt vorbei. Sehen wir hier gerade unten auf dem Tableau. Stadelmann 7., Möller 8. Andersson hat ein bisschen auf Steffens verloren. Jetzt 3 Sekunden Unterschied. Oh, Dreher jetzt hier von unserem E36er-Piloten Christian Frank. Hat sich da gerade so ein bisschen eingedreht im Bereich Kallenhardt. Schauen wir mal, wie das hier zustande gekommen ist. Ja, direktes Einlenken übersteuern und geht mal kurz da auf die Wiese. Mehr ist aber nicht passiert. Da kann es an dieser Stelle wesentlich schlimmere Unfälle geben. Das hat ihn also eine Position gekostet, aber nicht allzu viel Zeit. Da sollte er bis zur Döttinger Höhe eigentlich wieder ranfahren können. So, jetzt versuchen die das glaube ich schon wieder. Hier Fantini wieder daneben. Diesmal steckt er aber schon vor der Kurve zurück.
Das ist Anfahrt Hohe 8. Die beiden scheinen so ein bisschen auf den Spitzenreiter aus der Klasse VR3 aufzuholen. Auf Alex Humler. Schauen wir mal auf den Abstand hier. Ja, 2,4 Sekunden. Also die holen den gleich ein. Die Kollisionen in der ersten Runde haben natürlich sehr viel Unruhe in das Feld gebracht. Also noch immer sind Autos auf Positionen unterwegs, wo sie eigentlich nicht hingehören. René Krämer ist einer davon. Da war es allerdings nicht die erste Runde, sondern da war es halt dieses skurrile Anhalten. Das wird man dann natürlich im Forum nachlesen können. Was da letztendlich der Grund war für dieses Anhalten. Auf www.virtualracing.org dann das Forum anwählen, da kriegt man dann also die Rennberichte geliefert. Da werden dann einige Fragen, die nach dieser Übertragung noch offen sein werden, geklärt. So, Möller zu weit weg, aber in direkter Schlagdistanz ist René Krämer zu Tim Neuendorf. Jetzt eigentlich ein taktisch ungünstiger Zeitpunkt vorbeizugehen, deshalb macht er das auch nicht. Oder ist der Tim Neuendorf? Na ja, also das will ich jetzt nicht machen. Einer muss als erster auf die Gerade und das ist in diesem Falle der 996er Porsche. Sollte eigentlich kein Problem sein, für Tim Neuendorf da vorbeizufahren, denn für René Krämer, denn Tim Neuendorf ist auch aus der VR2D-Kategorie. Also zumindest vom Lapspeed her ist das Fahrzeug deutlich langsamer und er liefert sich da auch einen schönen Kampf mit Rasmus Tali, aber man schaue sich das mal an. Ja, der Krämer tut sich da schwer. Zu viel Luftwiderstand. Wenn er jetzt aus dem Windschatten rausgeht, da ist jetzt die Frage, kann er diesen Überschuss halten? Oder schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung aus? Nein, es reicht. Es reicht für René Krämer, geht vorbei. Und klopft damit so langsam wieder an den Top 10 an. Oh, das gibt einen Einschlag von Neuendorf, oder? Oh, er kommt rum. Er kommt rum. Neuendorf kurz davor gewesen, hier einzuschlagen, weil er da den Bremspunkt nicht richtig erwischt hat. Oh, Schrecksekunde, aber alles gut gegangen. Rück auf die Döttinger Höhe. Das waren Fantini und Marco Saupe davor, immer noch davor Humler. Erstmal alles ziemlich einsam unterwegs. Wird dann erst wieder interessant hier ab Rase, aber auch da ist es jetzt weiter auseinandergezogen. Also da hat er mit dem E30 jetzt in den Kurven doch ein bisschen was gut machen können, auf Mario van Aken. Dann Christian Frank. Nächstes geht da Jan Weber über diesen Sprung. Aber hier, wie gesagt, oh, mit zwei Rädern auf dem Körb, spektakulär. Also wie gesagt, hier ist das alles sehr weit auseinandergezogen. Da ist einer draußen, auch Marc Herzig ist komplett weg. Ist die Frage, hat das Replay uns den aufgezeichnet? Also Marc Herzig leider komplett jetzt draußen. So aus. Also da scheint es kein Replay von zu geben. Spulen, spulen, spulen. Ja, genau da, wo spannend wird, setzt das Replay aus. Schade. Ja, Marco Blech, Jürgen Gattringer und Jesper Pape komplettieren das Feld. Wir schauen wieder an die Spitze. Moritz Kranz 8,42. Sascha Lestrange 8 Sekunden dahinter. Schade, dass er sich diesen Rückstand eingefangen hat. Demi Kahn dürfte jetzt relativ unbedrängt das Ganze hier zu Ende fahren. Da wird es dann schwierig, die Konzentration zu halten. Also er kommt hier ganz klar weg von Edgar Steffens. Und Pfannschmidt geht zurück. Weil Pfannschmidt steht. Hat sich... Och, das gibt's doch echt. Was ein Play. Also Pfannschmidt hat sich abgelegt im Hatzenbach. Dadurch vorbeigegangen Rasmus Tali und René Krämer. Und der sollte jetzt auch relativ schnell Tali überwinden können.
Das sollte kein allzu großes Problem in dem 993er Porsche werden. Darf jetzt natürlich nicht übertreiben, vorm Schwedenkreuz, Tali spielt mit, weiß, dass das keinen Sinn hat, jetzt hier gegen das schnellere Fahrzeug zu kämpfen. Damit Krämer jetzt 9. Aber da vorne haben sich Stadelmann und Möller schon mal um 7 Sekunden abgesetzt. Stadelmann kommt seinerseits auch ein bisschen weg von dem Porsche, also er hat jetzt doch ein bisschen Distanz dazwischen sich und Möller legen können. Dafür kommt weiter vorne Mikic jetzt so langsam in Schlagdistanz zu Anderson. Das wird nicht mehr lange dauern, bis er da den Anschluss gefunden hat. Anderson selbst holt jetzt wieder ein bisschen auf Edgar Steffens auf. Wenn wir Glück haben, dann präsentieren die uns hier gleich einen schönen Dreikampf. Und Pfannschmidt versucht sich jetzt an Rasmus Thali. Hat da aber gerade nochmal zurückgezogen. Jetzt allerdings muss er warten bis zum Bergaufstück ab Bergwerk. Außer Thali lässt ihn fahren. Tim Neuendorf. Auf der 12. Position. Sein Ziel wird es immer noch sein, irgendwie da an Rasmus Thali heranzukommen. Da geht es um den inoffiziellen Klassensieg. Oh, Pfannschmidt weit draußen. Und eingeschlagen. Eingeschlagen dreht sich. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Er entscheidet sich für die Variante, ich bleibe hinten auf der Strecke stehen. Jetzt muss er das Fahrzeug rumwerfen und zwar, er hat Zeit. Da hinten kommt keiner. Ah, komm, nimm die Wand mit. So, weiter geht's. Ja, zu schnell. Hat sich da vielleicht ein bisschen von dem Bremspunkt des langsameren Fahrzeugs, was später bremsen kann, verleiten lassen und rutscht dann hier rein und da war es dann drum geschehen. Ist jetzt also Gesamt 12. hinter Tim Neuendorf. Thali hat damit wieder freie Bahn. War viel zu weit weg, um da jetzt irgendwie noch an Pfannschmidt heranzukommen. Dann Sascha Lagner, Markus Hart, da hat sich nichts verändert. Was tut sich hier? Alex Humler hält immer noch die Führung in der Klasse VR3. Fantini allerdings ist vorbei an Saupe. Das ist schon auf dem letzten Messpunkt der Fall gewesen, wie man hier sieht. Da war es eine halbe Sekunde und jetzt kann sich Fantini auch ein bisschen absetzen. Das war eine ziemlich schwere Geburt für ihn. Jetzt scheint er aber Jagd machen zu können auf Alex Humler. Den sollte er mit seinem VR2-Auto auf jeden Fall problemlos stehen lassen. Bakan, Bonaventura, Frischkorn, alles weit auseinandergezogen. Lukas Pichel hält da mit Frischkorn mit, kommt aber nicht so ganz in Schlagdistanz. Sein Porsche mit der Startnummer 12 ist gewertet in der Klasse VR2D. Und der 320er STW in der Klasse VR3B. Also von der Papierform her leichte Vorteile hier beim Porsche, aber wir sehen ja, dass da aus der ersten Runde schon einige Kampfspuren zurückgeblieben sind. Und aus diesem Grunde gehe ich mal davon aus, dass da die Aerodynamik schon ordentlich gestört sein wird. Gerade jetzt hier auf diesen langen, geradeaus Vollgaspassagen. Gut, wirklich geradeaus ist das ja nicht, aber das fährt man natürlich alles voll hier. Und da macht sich das dann schon bemerkbar. Christian Semmer mittlerweile mit einer kleinen Ecke drin. 23. Sebastian Schmid. Der fällt ein bisschen ab gegenüber Frischkorn. Und dessen Abstand können wir mal beobachten. Da hat man ja diesen Generationenkampf der BMWs. 12 Sekunden sind das jetzt zum Bonaventura. Bis er und Schmid irgendwie plötzlich total aus dieser Gruppe zurückgefallen sind. Der Ullenbrock, Peter Neuendorf und Van Aken führt jetzt diese Gruppe an. Was ist denn mit Brase passiert? Er ist mal nur noch 29. Da irgendein Schaden zu sehen. Na, der Splitter müsste noch dran sein. Also Brase Zeitverlust. Auch Christian Frank ist durchgegangen. Eber, Uwe Grunenberg, Ralf Krämer. Markus Henkel.
Klasse VR3C, dieser E30er M3, und zwar aus der Klasse SP4, also dieselbe Klasse wie das Fahrzeug von Brase. Oh, Wehrsteher bei Blech, abgefangen, Gattringer, Pape und dann unsere Ausfälle. 843 jetzt, also ein bisschen Reifenverschleiß macht sich bemerkbar. Lestrange hat wieder ganz leicht aufgeholt, auf einem Niveau diese beiden. Wir kommen jetzt so langsam in die Phase, wo man an Boxenstopps denken kann. 5 Runden sind jetzt gefahren für alle die über die Ziellinie kommen. Und Anderson hat jetzt fast Anschluss hergestellt zu Edgar Steffens. Aber auch Mikit robbt sich immer weiter ran. Aber das geht ganz, ganz langsam hier. Aber trotzdem, das sieht genauso aus, als wenn die alle dann zusammentreffen, wenn hier wirklich angesagt ist, dass ja, also dass sie dann einen Kampf haben. Sie so zueinander finden, dass Mikic genau dann an Anderson rankommt, wenn der Steffens eingeholt hat. Können wir da vielleicht gleich einiges erleben. Stadelmann, Möller jetzt über 3 Sekunden. Dann René Kremer, der natürlich auf der Aufholjagd unterwegs ist. Rundenzeiten von ihm wäre natürlich interessant, aber die können wir hier nicht abrufen auf dem Tool. Asmus Tali, Dirk Neun, Tim Neuendorf derzeit durch 6 Sekunden getrennt. Pfannschmidt, Wieke. Das sind nur 3 Sekunden. Adler, Hart. Fantini jetzt bereits vorbei. Und da vorne hat es wieder einen Platztausch gegeben, weil Pfannschmidt kommt an die Box. Andi Pfannschmidt ist drin. Oh, Wienicke, das war ein bisschen spät, aber kriegt er auch ohne Probleme. Durchgewuchtet. Der Jimmy Kahn, den Abstand kann man mal beobachten. Der steht zurzeit bei ziemlich genau einer Minute. Ging aber jetzt in letzter Zeit immer so ein bisschen hoch, also ganz den Speed der beiden da vorne hat er nicht. So, Marco Sauke ist jetzt auch vorbeigekommen an Alex Humler. Also jetzt sind beide E46er im 3 vorbei am 320i. Maurice Brackan hat wirklich ein sehr einsames Rennen. Er fährt in der VR3B, ist dort das schnellste Fahrzeug zum jetzigen Zeitpunkt. Und ist in der Klasse V3 selbst, ja zur VR3 selbst, ist er derzeit Zweiter hinter Huber. Allerdings hat der ein schnelleres Fahrzeug und damit ist natürlich klar, dass er da aus eigener Kraft nicht rankommen wird. Er muss aufpassen, Daniele Bonaventura ist 10 Sekunden hinter ihm. Hat aber natürlich auch diesen E46er 320i. Er hat schon mal einen Einschlag auf der linken Seite gehabt, sieht man deutlich die Delle drin. Bernd Frischkorn, na, da stimmt der Abstand jetzt nicht aus dem Grund, dass Andy Pfannschmidt an der Box stand. Wo kommt der wieder raus? Der steht immer noch. Also das dauert hier natürlich so ein Boxenstopp. Kommt der nächste rein, Pierre Uhlenbrock. Und Brase ist wieder vorbei an Frank. Da haben die Plätze sich wieder umgetauscht. Und zwar jetzt im letzten Sektor. Das waren 5 Sekunden auf der letzten Zeitmessung. Die ist am Ausgang Hohe 8. Das kann nur bedeuten, dass Christian Frank irgendwo mal neben der Strecke war. Also viel holt man in einem Sektor normalerweise nicht auf. Och, Brase. Auch leicht die Leitplanke mitgenommen, aber sonst kein großes Problem. Pfannschmidt hat jetzt seinen Boxenstopp absolviert. Wir haben gesehen, 2 Minuten 16. Eine Boxenstoppzeit. Das dauert hier natürlich eine ganze Weile. Oh, Jan Weber. Also der holt da mal richtig auf. 1,8 Sekunden. Das war auch bezogen auf Brunenberg. Während Pfannschmidt sich der Uhlenbrock war das. Ja, Pfannschmidt war ja schon viel früher raus. Uhlenbrock steht immer noch.
Bremer, Marco Senke, Marco Blech. Oh, der kriegt jetzt Besuch von Jürgen Gattringer. Und Achtung, der Gattringer ist schnell. Der hat ja keine Flügel am Fahrzeug. Der geht richtig ab auf der Geraden. Versucht's da jetzt gleich aus dem Windschatten heraus. Saugt sich an. Aber auch der Porsche geht ordentlich. Also das ist ein bisschen schwieriger als eigentlich gedacht. Aber jetzt sollte das Ganze hier problemlos gehen. Jetzt kommt der Riesenüberschuss. Also ohne jegliche Flügel und Verbreiterungen das Ding natürlich geradeaus wie ein Pfeil. Ja, da hat er den Porsche aber jetzt doch richtig distanziert. Also das ist schon ein klarer Überschuss gewesen. Und hier Jesper Pape im Honda S2000. Ja, die Abstandsentwicklung stagniert jetzt so ein bisschen in dieser Gruppe. Also die fahren alle drei so ziemlich auf einem Niveau. Das ist jetzt natürlich ganz schön am Limit, was hier abläuft. Also da, das macht dann auch richtig Spaß. Dann auch unterschiedliche Fahrertypen. Die einen, die schauen sich nach jeder Kurve den Abstand genau an. Habe ich in der Kurve was aufgeholt? Habe ich was verloren? Andere blenden sich diese Abstandsanzeige dann komplett aus. Also drei ziemlich unterschiedliche Fahrzeuge, die wir hier sehen. Also sollte das wirklich ein 964er hier sein, dann muss das aber ein ganz schön harter Umbau sein. Und das jedenfalls ist diese 993er Karosserie, die thematisiert hatte. Jetzt kommt Mikic aber richtig ran. Da wesentlich besser durch den Wippermann gekommen. Und jetzt ist Schlagdistanz hergestellt. Andersson hat noch Rückstand auf Steffens. Aber der ältere Porsche ist dran. Oh, Steffens scheint auch in den Kurven ganz schön Schwierigkeiten zu haben. Hier scheint die Zeit eher auf der Geraden zu holen. Also da, oh, was, da hat einer Disconnect, oder? Ne, da ist er wieder. Das ist gefährlich, wenn sowas passiert, denn da kann sein, dass das Auto dann in das andere reinwarpt und dann fliegen beide richtig ab, weil dann die Kollisionsphysik komplett durchdreht. Also das war mal ein heftiger Leck bei Erik Andersson. Ja, Mikic kann da schneller durch die Kurven hindurch. Jetzt ist natürlich die Frage, reicht es gleich auf der Geraden? Das sollte noch kein Windschatten sein. Ja, vielleicht gibt es einen ganz leichten Sog. Ich habe ja auch den BMW im Verdacht, auf der Geraden ein bisschen schneller zu sein. Wir sind gerade nicht in den Kurven rangekommen. Aber jetzt hat Mikic einen Rückstand. Ja, genau dann zum falschen Zeitpunkt. Andersson nimmt immer ziemlich viel von der Strecke und der Wiese dann mit. Jetzt schauen wir mal, ob sich da irgendwas tut. Das sieht nicht so aus. Nee, ganz klar, da ist auch kein Windschatten mehr richtig vorhanden. Man wird noch einen leichten Sog spüren, aber mehr auch nicht. Bisschen höher, also man wird da auch nicht spüren, aber man kann es dann auf dem Tacho ablesen, dass man da 1-2 km mehr drauf hat. Aber das ist kein großer Effekt gewesen. Bremer ist wieder hinter Rasmus Tali. War relativ deutlich. Da war nochmal irgendwas, der war ja schon vorbei. Noch
das Manöver am Schwedenkreuz gesehen. Also René Krämer, es geht wieder von vorne los. Damit schwinden natürlich auch die Hoffnungen, noch irgendwie weiter nach vorne zu kommen. Er hätte so rein theoretisch da noch bis hin zu der Gruppe Andersson, Nikic, Steffens vorstoßen können, aber das wird jetzt natürlich nochmal um einige schwerer. Von der 10. Position aus. Noch immer keine Boxenstopps in der Spitzengruppe, die fahren also wirklich bis Ende Runde 7 und machen die dann ihre Stopps. Lakler und Wienecke nicht allzu weit auseinander. Wienecke geht jetzt erstmal an die Box. Also der kommt nach 6 Runden rein. Sollte der Tank 8 hergeben für den zweiten Stint. Marco Saad, Ronny Fantini, Marco Sauper. Hält gut mit der Alex Hummler, also lässt sich da nicht abschütteln. Vermute mal, der ist sogar vor Sauper schon wieder gewesen, der jetzt auch an die Box geht. Der hatte den dann wohl auf der Oettinger Röhr wieder überholt. Ja, es ist, hier sind immer noch 10 Sekunden zwischen Maurice Brackan und Daniele Bonaventura. Jan Frischkorn, ja, der verliert ein bisschen gegenüber dem Schubert-Piloten. Kann sich aber auch gegenüber Lukas Pichel behaupten. Christian Sembach schon das ganze Rennen sehr einsam. Sebastian Schmidt. Bei Frischkorn immer mehr verloren und da ist auch irgendwas, ja, da ist eine Welle vorne drin. Doch, der hat einen Einschlag gehabt. Oh, Peter Neuendorf. Beim Schwalbenspann so ein bisschen zu kämpfen im kleinen Karussell. Ja, Andy Pfannschmidt, der war also schon an der Box. Musste sich da ja in letzter Zeit dann aber an Mario van Aken vorbeiarbeiten. Der hat aber jetzt ordentlich Vorsprung. Da ist jetzt irgendwie Uwe Grunberg zwischengekommen und Alexander Brase ist nur noch 28. Christian Frank 29. Oi, Christian Frank. Da kriegt er abgebremst. Kommen wir wieder zurück. Also van Aken, der ist ein bisschen nach vorne gestoßen. Der war ja mal im Kampf hier mit Brase und Co. Ratzinger läuft jetzt auf Krämer auf. Na, der ist aber schon Eingang München gewesen, also das dauert noch ein bisschen. Uhlenbrock, der hat er auch schon gestoppt. Ja, die haben alle schon. Bei Jesper Pape bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Ich glaube noch nicht. Ja, was tut sich vorne? 6,5 Sekunden. Lestrange also ein bisschen rangekommen. Hersteher bei Moritz Kranz. Naja, also wenn er jetzt so weiter aufholt, so 1,5 pro Runde, dann ist das noch nicht durch. Momentan spielt es sich also als Fernduell ab, aber so dicht war er seit seinem Fehler noch nicht dran. Mikan, ja, 1,11 mittlerweile, also Platz 3, Dreher in der ersten Kurve hin oder her, das wäre eh das Maximum gewesen. Hat er sich das Ganze noch etwas spannender gemacht. So, und hier hat Andersson jetzt gleich Schlagdistanz und Nikic ist ein bisschen zurück. Ja, Andersson macht ordentlich Druck. Stellt sich gleich die Frage, wie es auf der Geraden aussieht. Der BMW da wirklich schneller. Vorhin, als wir dann am Bergwerk vorbeigeguckt haben, waren da wieder also ungefähr 2 Sekunden zwischen den beiden. Allerdings ist jetzt schon alleine die Ausgangsposition eine ganz andere. Ja, Mikic hat auch wieder, ist wieder ein bisschen näher rangekommen. Aber das reicht nicht für Schlagdistanz. Jetzt bei Andersson schauen wir mal hin. Also
Also so richtig wegfahren tut eben der Steffens jetzt aber auch nicht. Naja, also da scheint schon Ausgeglichenheit zu herrschen. Jetzt kommt er sogar ein bisschen ran. Also ein großer Unterschied besteht da nicht. Aber die erwarte ich jetzt auch alle an der Box. Wir haben jetzt Rennhälfte. Und dann ist da natürlich die Frage, welches Fahrzeug muss wie lange stehen, wie lange wird getankt. Weil hier zählt ja dann wirklich jeder Liter. Das Auftanken geht sehr langsam. Wenn dann jetzt hier einer, also wenn wir mal davon ausgehen, dass die alle gleich große Tanks haben, bei der Ankunft an der Box noch 6 Liter im Tank hat, der andere nur noch 3, dann hat derjenige, der die 6 drin hatte, eine geringere Standzeit und das macht dann hier schon mal ganze Sekunden aus. Also da gibt es ja einen Durchflussbegrenzer. Wow, Steffens weit draußen. Das haben wir bislang eigentlich mehr von Anderson gesehen. Also man sieht, wie die hier am Limit sind. Und Lestrange hat jetzt 15 Sekunden Rückstand. Also nochmal ein Fehler. Ich glaube, das war die Vorentscheidung. Wenn jetzt beim Boxenstopp nicht zu viel zwischen den beiden tut, dann ist das jetzt schon fast durch hier vorne. Weil aus eigener Kraft geht es jetzt nicht mehr. Aber wir sollten noch abwarten, wie es gleich an der Box aussieht. Natürlich dann schön das Speedlimit erwischen, nicht irgendwie da zu schnell in die Box fahren. Sonst gibt es eine Durchfahrtsstrafe, die dann direkt von R-Faktor verhängt wird. Vielleicht sogar hier etwas stärkere Strafen, das ist dann immer modabhängig. Aber hier wird sich gleich was tun auf der Döttinger Höhe. Boah, Mikic! Ja. Also das war eine leichte Rallycross-Linie. Jetzt haben sie alle mal irgendwo das Gas ordentlich mitgenommen. Ja, also die kämpfen hier wirklich am Limit. Da ist kein Reservepolster mehr. So, jetzt kommen sie rein. Kranz ist drin. The Strange kommt jetzt. Die Kahn wird dann auch reinkommen. Aber was tut sich jetzt hier auf der Döttinger Höhe? Dieses Dreierpaket. Und nicht vergessen, es haben ja schon ein paar gestoppt, also da haben wir zumindest jetzt hier mal diesen zweiten grünen Porsche. Pfannschmidt, der ist derzeit, ja wo haben wir ihn denn? Auf der 25 ist er zurzeit. Uhlenbrock muss schon wieder an der Box gewesen sein, weil da stand kein Abstand, dann hatte der wohl eine Durchfahrtsstrafe. Jetzt geht's hier auf die Döttinger Höhe, aber irgendwie hat es Steffens wieder geschafft, sich da ausgangs des kleinen Karussells einen kleinen Vorsprung zu verschaffen. Er ist aber kleiner als beim letzten Mal. Mikic ist hier fürs Erste aus diesem Kampf mal raus. Jetzt also BMW M3 V8 gegen Porsche 996 GT3 RS. Und der BMW marschiert. Ja doch, da ist ein klarer Vorteil für Edgar Steffens geradeaus. Also mein Gott, legt er da eine Distanz zwischen sich und den Porsche? Hier mal die Topspeeds im Überblick. Ja, ganz klare Sache, Edgar Steffens. Anderson wird einen leichten Luftzug gehabt haben, als er die 282 hier gefahren ist. Also Fantini, Kahn, Kranz, Lestrange, also so die üblichen Verdächtigen. Jimmy Kahn ist erstmal weitergefahren, schnuppert jetzt ein bisschen Führungsluft. So, und jetzt kommt Steffens. Anderson fährt weiter. Mikic fährt auch weiter. Dann stellt sich jetzt natürlich noch die Frage, fahren die vielleicht den Tank leer und wechseln gar nicht die Reifen? Ob man hier 2 Stunden auf einem Reifensatz durchfahren kann, gut, das müssten jetzt die Experten klären. Also wir haben einen Chat. Oben rechts auf der Multi-BC-Seite, da befindet sich so ein Link mit der Aufschrift Full-Page-Chat und... Das glaubst du nicht, Lestrange ist vorbei! Lestrange ist vorbei an Moritz Kranz und zwar deutlich. Also da hat der Porsche ganz klar kürzer gestanden als der BMW. Ja, der hat ja 15 Sekunden Rückstand gehabt. Also tatsächlich ja, fährt er vielleicht jetzt auch mit dem Reifensatz durch und der Kranz hat gewechselt. Also dort in den Chat... Fullpage-Chat, neuer Tab oder neues Fenster öffnet sich und dann in Livestream 3 gehen. Das ist also hier unser Chat. Und da können also die Experten dann mal
sagen, wie das hier ist, ob man da tatsächlich mit einem Reifensatz durchfahren kann. Jedenfalls haben wir Führungswechsel. Das Strange hat von Kranz übernommen. Natürlich haben wir jetzt noch ein paar dazwischen, die nicht gestoppt haben. Ja, das Strange ist mit der linken Fahrzeugseite eingeschlagen. Sich dadurch dann diese 15 Sekunden Rückstand eingefangen. Und hinten haben wir, glaube ich, gerade einen Disconnect gesehen. Da ist nämlich ein Fahrzeug, was nicht mehr da ist. Doch, da ist es wieder. Hochbetrieb an der Box. Edgar Steffens, nur 71 Sekunden Boxenstopp. Ganz kurzer Stopp bei Edgar Steffens. Wir haben ja sonst Boxenstopps mit weit über 100 Sekunden gesehen, aber Steffens hier gerade nur etwas mehr als eine Minute. Er sollte sich da also dann durchaus gut nach vorne schieben können. Vielleicht sogar wieder vorbei an Jimmy Kahn. Aber selbst wenn, Kahn hat so einen hohen Speed, dass der sich den Platz zurückholen sollte. Dafür noch einer weiter, ja, Bonaventura ist das. So, Lagler, Stadelmann, ja, da müsste jetzt irgendwo der Punch mit angeflogen kommen. Kommen sie ja alle rein. Irgendwo von da hinten kommt dann an die Punch mit. Krämer nach 93 Sekunden wieder los, also der hat gerade mal locker 20, da sagen wir 15 Sekunden länger gestanden. Markus Hart gerade bei 60 Sekunden, also Riesenunterschiede bei der Standzeit hier. Hängt vielleicht auch damit zusammen, ob man das Fahrzeug reparieren lässt oder eben nicht. Derjenige, der eingeschlagen ist, kann dann da entscheiden. Marco Blech ist draußen. DNF wird wohl Disconnect heißen. Nach einem Unfall würde dann da stehen Motor oder Aufhängung, irgendwas. Raphael Stadelmann zum Beispiel hier, das ist wieder so ein riesen Boxenstopp von fast 140 Sekunden, also 2 Minuten 18 hat der gestanden. Und das setzen wir mal in den Vergleich zu den 59 Sekunden, die wir gerade gesehen haben. Also das wirft das Ganze jetzt hier mal richtig durcheinander. Zurzeit sieht es nicht so aus, als würden diejenigen, die vorhin das Feld angeführt haben, jetzt hier irgendwie in Verkehrsprobleme geraten. The Strange hat noch einen Rückstand von 11 Sekunden. Und wenn hier die Führenden, wovon ich ausgehe, dann nächste Runde auch an die Box kommen, dann sollten die wieder freie Fahrt haben. René Krämer hatte mich gerade ein bisschen gewundert, dass da noch Box stand, aber das hat sich jetzt ausgeblendet. So, was macht der denn da? Also, das war aber mal ein ordentlicher Cut. Etwas alternative Routenführung durch den Hatzenbach. Alex Hummler und Tim Neuendorf. Hummler immer noch ohne... Ne, der hat gestoppt. Und der war ja im Kampf. Ja, so ein wirklicher Kampf war das nicht, aber da gab es immer noch einen, der eben in der Klasse VR3 das Ganze streitig gemacht hat. Das war Maurice Brackhahn. Der aber mal um Ewigkeiten zurückgefallen. Nur 21. Also ich glaube, da gab es auch so einen irgendwie Reparaturstopp. Das hat ja Ewigkeiten gedauert. Natürlich ist das Bild jetzt so ein bisschen diffus, ganz einfach aus dem Grund, dass jetzt einige schon gestoppt haben und andere noch nicht. Mikic hat wieder aufgeholt auf Anderson. Und man sieht, wie sich das so jede Runde ein bisschen anders darstellt. Und Fehler da vorne. Fehler von Anderson. Jetzt ist er
eingeschlagen, ist zumindest keine Beule im Fahrzeug, aber Mikic ist durchgegangen. Naja, war zu spät, auf Emso hat den Einlenkpunkt überhaupt nicht erwischt. Das ist Jesper Paap, der da zur Überrundung anstand. Vielleicht hat der den auch so ein bisschen irritiert. Jedenfalls hat Anderson gerade Bojan Mukic richtig Platz gemacht. Und hier kommt schon The Strange an. Der ist ja nicht weit weg. Also jetzt läuft er gleich doch noch auf, durch diesen Fehler dort. Hier der noch führende, Jimmy Kahn. Lage der Dinge geht es für ihn auf die dritte Position zurück. Jetzt die zweite Hälfte des Rennens wird dann vor allem durch ein paar Überrundungen gekennzeichnet sein. Natürlich verteilen sich 40 Autos hier auf der Strecke riesig, aber ein paar Fahrzeuge werden einem da immer wieder über den Weg laufen. Und wenn man auf die zum falschen Zeitpunkt trifft, dann hat man natürlich ein kleines Problem, dann muss man einfach langsam machen. In Neuendorf ist jetzt vorbei an Alex Humler. Noch müssen wir immer noch hier die letzten Boxenstopps abwarten. Kann sein, dass einige noch etwas länger draußen bleiben werden, bis vielleicht so etwa 10. Runde, dass sie den Tank komplett leer fahren und nur noch mal ein paar Liter reinschütten, ohne Reifen zu wechseln. Das wäre dann natürlich gerade in der Klasse VR3 noch eine Möglichkeit. Oder aber die fahren einfach nur eine Runde weiter als die Rennhälfte, weil der Tank das hergibt. Und machen dann ihren Stopp inklusive Reifenwechsel. Ja, bietet uns die Strecke noch irgendwo einen Kampf? Also Pfannschmidt ist nicht wirklich nach vorne gekommen, das war wohl ein zu langer Boxenstopp. Und Maurice Brackan, was kann der noch gut machen? Der hat ja riesig an Boden beim Boxenstopp verloren. Ja, oder Moment, das war glaube ich ein Denkfehler gerade, denn der Alex Humler hat ja noch gar nicht gestoppt. Der hat noch nicht gestoppt und Brackan hat das glaube ich gemacht. Also Brackan war an der Box und Humler noch nicht, und wenn der Humler dann gestoppt hat, dann hat sich das auch wieder ausgeglichen. Wenn man das sich jetzt mal ansieht, das sind 1,30, ja, das ist ein Boxenstopp. Also Brackan hat gestoppt und Humler noch nicht, deshalb ist der große Abstand da. Damit ist bei Brackan eigentlich noch alles in Not. Markus Hart zum Beispiel war ja noch vor ihm. Unberg, der war noch nicht an der Box. Das Pichel. Jan Weber und Christian Frank finden jetzt zueinander. Da geht es auch um eine Position. Unabhängig davon, ob da jetzt schon gestoppt wurde oder eben nicht. Und Anderson stehen. Jimmy Kahn fährt immer noch weiter. Oh, weit geht's da raus. Also Jan Weber, ja, geht da was? Also das sind auf jeden Fall zwei Fahrzeuge, die so aussehen, als wären sie aus derselben Klasse. Das können wir jetzt gleich mal kritisch nachprüfen. Also Startnummer 168. Na, wo haben wir den denn? Also so einfach ist das dann doch nicht. Nach dem Jan Weber selbst, ja, wo steht er denn? Also der ist mir auf der Liste hier gerade völlig abgängig, muss ich sagen. Also den finde ich gar nicht. Startnummer 168 ist auf dieser Liste nicht drauf. Also Christian Frank, den haben wir mit der 178. Das ist sein Fahrzeug aus der VR3C bzw. SP5-Klasse.
Aber wo oben alles in der Welt steht denn der hier? Ein Weber 168. Ah, da, ganz unten. Ja, der ist aus der VR3D-Kategorie. Das ist dieser einzige BMW M3, der in der VR3D gemeldet ist. Das heißt also, dass das Fahrzeug von der Papierform her langsamer ist. Aber ist natürlich auch aus der Klasse SP5. Jürgen Gattringer. Oh, wo kam der denn gerade her? Mario van Aken. Auch einen Leck gehabt haben. So, Rasmus Thali hat gestoppt. René Krämer? Ne, das kann nicht sein. Was nicht? Also, Kahn, Lestrange. Dann schauen wir mal weiter. Erik Andersson ist vor Edgar Steffens. Steffens hat also netto dann doch länger gestanden. Und Bojan Mikic hat einen ganz langen Stopp gehabt. Der ist mal gut und gerne jetzt 20 Sekunden hinter Andersson. Steffens. Steffens hatte ja bereits gestoppt gehabt. Das war auch ein relativ schneller Stopp, aber der von Andersson war noch schneller, der von Mikic war relativ langsam. Dann Oliver Möller, auch noch nicht so weit weg. Bonaventura fährt immer noch. Rasmus Thali hatte gestoppt, der war auch so um die 90 Sekunden. Und der hat sich damit auch vor Tim Neuendorf gehalten. Und René Krämer, er kam jetzt wieder aus der Box raus. Der hatte wohl noch eine Durchfahrtsstrafe zu absolvieren. Also da geht heute einiges schief bei ihm. Aha, krieg's gerade gemeldet. Danke an den Chat. Da hat es eine Durchfahrtsstrafe gegeben gegen Krämer und Hart. Also auch Markus Hart war betroffen. Und dann ist da noch etwas passiert, nämlich dass drei Autos sich auf einen Boxenplatz gestürzt haben. Ja, das ist so eine typische Thematik natürlich in der VLN. Und das Problem von R-Faktor, auf einem Boxenplatz kann nur ein Auto abgefertigt werden. Das erklärt dann natürlich auch teilweise größere Abstände. Das erklärt dann zum Beispiel auch, warum der Jimmy Kahn jetzt zum Beispiel, wobei, nee, bei dem würde, der würde ja als Erster an die Box kommen. Also es würde dann Sinn machen, wenn man relativ weit hinten im Feld ist, dass man dann nicht unbedingt genau zur Rennmitte stoppt, weil dann kann man fast davon ausgehen, dass ein Boxenplatz besetzt sein wird. Aber Jimmy Kahn, der fährt ja vorne weg. Der würde eigentlich gar kein Problem damit haben. Aber gut, der wird schon wissen, was er da macht. Hier jedenfalls haben wir jetzt zwei, die zueinander gefunden haben. Raphael Stadelmann hat mächtig aufgeholt auf Marc Wienecke. Wienecke mit leichten Flurschaden. Vorne links. Stadelmann hat nur so eine Beule drin, wahrscheinlich weil er mal irgendeinen draufgefahren ist. Startphase, Wienecke weit draußen. Kann Stadelmann das jetzt schon nutzen bei der Fahrt in Richtung Quindelbacher Höhe? Nein, da reicht es noch nicht. Fantini jetzt mit einem relativ langen Stopp. Und jetzt wird einmal geflogen, sogar höher als in der Realität. So, und dann jetzt Windschatten. Jetzt die Frage, lässt er ihn vorbei oder fährt er mittig? Er lässt ihn. Also wäre er da mit seinem Porsche jetzt in die Mitte gefahren, wäre es kein Vorbeikommen gegeben. So aber geht Stadelmann an Wienecke vorbei. Oh, Wienecke, Achtung, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Der könnte den jetzt volles Rohr abräumen, verfehlt den aber, dreht sich da drei oder viermal um die eigene Achse und kommt genau auf der Strecke wieder raus. Oh, Riesenglück im Unglück da. Was für ein Ritt von Marc Wienecke hier. Also das war mal ein Adrenalinschuss der ganz besonderen Art. Also gucken wir mal. Einmal rum, zweimal rum. Und ja, nach dem zweiten Mal fängt er ihn genau wieder ein. Oh, starkes Ding. Ich glaube, dem ist das jetzt gerade, was weiß ich, wohin gerutscht. Also da ist es einmal ganz tüchtig durchatmen. Marco Saupe ganz weit jetzt vor Fantini, während Pfannschmidt da gerade ziemlich weit rausgekommen ist, die Kurve aber kriegt. Adler. Ist Maurice Brakan. Da allerdings Alex Hummler immer noch fährt und nicht an die Box gekommen ist, können wir hier noch nicht von einem Abstand reden.
Markus Hart nach seiner Durchfahrtsstrafe und Daron Infantini, der also diesen ganz langen Stopp hatte. Und jetzt schaut man sich mal an, was der für einen Rückstand hat auf Marco Saupe, mit dem er ja zuvor im Kampf lag. Und da kann es auch damit zusammenhängen, dass sein Boxenplatz besetzt gewesen sein mag. Genau, Christian Fang und Jan Weber haben wir jetzt hier direkt hintereinander. Christian Semba ist draußen und Peter Neuendorf ist ebenfalls raus. Semba mit Disconnect und Neuendorf, der hat einen Abflug hingelegt. Ich glaube, das Replay hier bei den Fahrzeugen, wo man zu dem Zeitpunkt nicht drauf ist, eh nicht lädt. Da brauchen wir da jetzt auch nicht nachgucken. Grunenberg steht richtig lang, 154 Sekunden. So, und hier will sich jetzt der Schmied durchwenden. Sebastian Schmied ist direkt dran. Er will sich da jetzt natürlich auch nicht so lange mit aufhalten, weil die beiden haben noch nicht gestoppt. Sind ja gar nicht seine Gegner. Ersten scheint er da relativ problemlos zu bekommen, oder? Also, geht doch ganz gut ab, der E36er BMW aus der SP5. Ohne irgendwelche aerodynamischen Anbauteile, abgesehen von dem Flügel. Schmidt bleibt weiter dahinter und... Oh, warum verteidigt er dich denn so? Also geradeaus geht er erstmal für Sebastian Schmidt nichts und das dauert jetzt schon viel zu lang. Also nochmal, das Fahrzeug hier hat einen völlig falschen Sound. Nicht davon irritieren lassen. Eigentlich alles rein Sechszylinder, die wir hier haben. Nur natürlich unterschiedlicher Bauart. Vorne, das sind 3-Liter-Motoren. Hier haben wir einen mit 2 Litern. Wir brauchen aber natürlich Werkstuning. Oh, jetzt hat er mehr Schwung mit rausgenommen. Also ich verstehe es nicht so ganz, warum der sich da so verteidigt, der Jan Weber. Das ist ja gar nicht sein Gegner hier. Oh, so, jetzt steckt er aber zurück. So, jetzt die Frage, was macht Christian Frank? So, der lässt den einfach durch. Dann können die beiden jetzt weiterkämpfen. Hat Sebastian Schmidt also mehr Zeit gekostet, als er wahrscheinlich wollte. Ja, ein Renndrittel steht jetzt noch bevor. 100 Minuten geht das Ganze nun schon. Allerdings ist natürlich hier noch lange nicht mit Ablauf der Uhr das Rennen zu Ende. Also wie gesagt, 14 Runden erwarte ich. Wir sind jetzt in der 10. Dennoch da ziemlich am Ende. Jimmy Kahn müsste jetzt gleich in Richtung Start-Ziel kommen und dann seinen Boxenstopp absolvieren. Nein, der ist schon wieder weitergefahren. Der ist schon wieder am Anfang der nächsten Runde. Also wir haben jetzt 9 gefahren. Jimmy Kahn fährt immer noch. Er wird nicht ohne Boxenstopp durchkommen. Das ist mal ausgeschlossen. Aber damit ist wohl klar, dass er diese Splash-and-Dash-Taktik macht. Er wird also keine Reifen wechseln. Aber Moritz Kranz ist an Sascha Lestrange schon wieder rangekommen. Hat etwa auch Lestrange die Reifen nicht gewechselt und Kranz sehr wohl. Also auf dem letzten Messpunkt 2,5 Sekunden. Jetzt ist das etwas mehr, weil Kranz gerade rausgerutscht ist. Oh, der ist aber über dem Limit unterwegs, Moritz Kranz. Eieieiei. Das war aber jetzt auch nicht ohne. Überfährt das Auto, ganz klar. Das hat mehr Zeit gekostet, als dass es ihn jetzt irgendwas gebracht hätte. Also, Vorsicht walten lassen. Jetzt gibt es das nächste Zeiten-Update. Der Messpunkt befindet sich Eingang Fuchsröhre und der zweite Messpunkt Ausgang Hohe 8. Ja, dafür, dass er da so auf neben der Linie war, hat er noch ganz gut den Anschluss gehalten. Hat er sogar ein bisschen aufgeholt. Also es ist so, dass Kranz jetzt nach dem Stopp etwas schneller ist als Lestrange.
Marco Saupe ist da irgendwie zurückgefallen und zwar tüchtig. Er war ja vorher noch irgendwo hinter René Krämer. Man sieht das. Ja. Nein, er ist nicht zurückgefallen, sondern hatte da gerade irgendwie 3:33 gesehen, als ich das überlagert hatte. Jetzt hat sich das wieder entlagert und man sieht es wieder so in etwa, wie es auch in dem Stream sichtbar ist. Jetzt steht da auch wieder 4:33, ganz klar. Also er ist mit Andy Pfannschmidt beschäftigt. Da vorne hat es aber einen Platz gegeben. Rasmus Thali und Daniele Bonaventura. Oh, direkt nebeneinander hier. Bonaventura hat ja immer noch einen Stopp. Thali sehr wohl. Jetzt ist er vorbei. Ja, und hier René Krämer. Eine Schwierigkeit nach der anderen heute. Also erst war er hier gestoppt, dann ist er nochmal zurückgefallen und dann hat er noch eine Durchfahrtsstrafe wegen Speedings erhalten. Also da kam heute einiges zusammen. Jetzt ist er aber immerhin dabei, sich mal wieder in die Top 10 zurückzufahren. Tim Neuendorf sollte kein großes Problem für ihn sein. Bonaventura muss ja sowieso noch zum Boxenstopp. Somit wird sich das also eigentlich ausgehen können. Pfannschmidt setzt jetzt Saupe unter Druck. Pfannschmidt aus der Klasse VR2B und Marco Saupe aus derselben Klasse, weil dessen BMW M3 E46 ist aus der Klasse SP6. Der Porsche allerdings Klasse SP7. Ja, auch da ist es jetzt natürlich geduldig sein, also nicht zu überstürzen. Aber sollte sich eine Gelegenheit jetzt ergeben, dann muss man die auch nutzen, denn wie gesagt, Überholmöglichkeiten sind spärlich gesät. Ob er sich da jetzt auf die Döttinger Höhe verlassen kann, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Wie das hier topspeedmäßig aussieht. Zumindest ein Hubraumvorteil ist beim Porsche gegeben. Allerdings ist ja da auch jede Menge Verbreiterung und Flügelwerk dran. Vorgänger der heutigen GTE-Kategorie. Damals noch die 4 GT2-Klasse. Ah, sehr schöne Aufnahme dort. Man hat gesehen, wie der Porsche vorne leicht wird aufgrund des Heckmotors. Also, was geht da jetzt? Ja, er lässt ihn durch. Also fährt auch hier auf eine eigene Fahrspur auf der rechten Fahrbahnseite der Marco Saupe. Aber wir sehen, dass das da geradeaus kein Selbstläufer ist für den Porsche. Jetzt kommt es zu einer kleinen Berührung und Saupe bleibt vorn. Also da wird er ein bisschen kämpfen müssen. Jetzt muss er vom Gas gehen. Das kann er nicht durchziehen. Oh, der geht daneben. Das ist jetzt gefährlich. Das ist gefährlich, aber das wird sich auszahlen. Den Saupe spielt wieder mit. Oh, was für ein Manöver davon an die Pfannschmidt. Also sensationell, wie er da gerade durchgegangen ist. Aber mit einer ganzen Menge Risiko. Ich habe den da schon fast in der Wand kleben sehen. Aber das ist glatt gegangen. Aber da hat man keine Garantie, dass das so problemlos funktioniert. Also einmal ordentlich durchatmen. So, und Krämer muss jetzt aufpassen. Sollte eigentlich ein bisschen höheren Speed jetzt hier den Berg hochnehmen können. Aber auch da ist er dann darauf angewiesen, dass Neuendorf ihn vorbeilässt. Weil man sieht, dass wenn das andere Fahrzeug mittig fährt, dann geht es nur durch die Wiese. Und das will man an der Stelle hier nicht probieren. Jetzt kommt jetzt dieser Fall. Neuendorf fährt mittig und deshalb hat er überhaupt keine Möglichkeit, hier irgendwo vorbeizufahren.
Null Chance. Da muss er sich jetzt wahrscheinlich sogar bis zur Döttinger Höhe gedulden. Außer ihr eröffnet sich irgendwo eine Möglichkeit. Da sieht man das ja schön. Nirgendwo kann er hin mit dem Schwung. Und die Strecke ist auch nicht unbedingt sehr breit hier an dieser Stelle. Moritz Kranz fährt die schnellste Runde mit 8,40,2. Jetzt wäre fast die 8,40er-Mauer gefallen. Jimmy Kahn ist jetzt an der Box. Aber wie kommt das jetzt, dass Kranz 13 sind? Oder bezieht sich die 13 noch auf den Führenden? Also auf den Ex-Führenden. Ja, die bezog sich auf Jimmy Kahn und Kranz ist direkt dran. War da also gleich ein Kampf um die Spitze. Wenn ihr natürlich noch das hier mit René Krämer ist jetzt schon... Oh, zu zweit da nebeneinander. Wieder so eine Situation genau an der Stelle. Und irgendwie geht es gut. Boah. Also das war wirklich risikobehaftet. Da ist auf einer Aufholjagd. Boah, aber da zu zweit nebeneinander. Also das haben wir jetzt einmal gut gehen sehen. Jetzt ein zweites Mal. Das war ja noch dramatischer. Weil die ja wirklich Tür an Tür da durchgefahren sind. Und das geht auch wirklich nur mit zwei Piloten, die richtig Erfahrung haben. Laufen jetzt beide auch auf Daniele Bonaventura auf. Jetzt versucht er da wieder reinzustechen. Also, macht keinen Blödsinn. Er will natürlich vor der Döttinger Ruhe vorbei, aber ich fürchte, er wird sich bis dahin gedulden müssen. Jimmy Kahn, Blitzstopp. 65 Sekunden, zweitschnellster Stopp, den wir jetzt hier gesehen haben. Da sollen wir wohl wirklich nur auftanken und jetzt wieder los. Aber so oder so wird es an seiner Position nichts ändern. So, nochmal der Blick an die Spitze. Ja, also Kranz hat sich über die letzten Runden so ganz langsam daran gefahren, aber er hat keinen großen Überschuss. Nächster Versuch von Krämer, steckt aber wieder zurück. Jetzt kommen wir auch so langsam in die Phase, wo es keinen Sinn mehr macht zu überholen, weil ja dann der andere auf der Döttinger Höhe den Überschuss wieder bekommt. Versucht es jetzt aber trotzdem wieder, ist aber auch nur so angetäuscht. Das zieht er jetzt nicht durch. Jetzt etwa doch. Wäre jetzt aus strategischer Sicht natürlich nicht gerade das Klügste, aber er ist vorbei. Lässt sich da jetzt wohl ganz auf die Power seines luftgekühlten Sechszylinder-Boxers. Aber er könnte Glück haben, denn er wird auch einen Windschatten von Daniele Bonaventura bekommen, aber das ist zwar... Der wird aber nicht so groß ausfallen. Nee, Neundorf geht wieder durch. Also ich hätte es nicht gemacht. Ich wäre da nicht vorbeigefahren. Jetzt kriegt Neuendorf auch noch den Windschatten von Bonaventura, an dem fliegen sie jetzt beide vorbei. Achtung, der steht da mit virtuell angezogener Handbremse. Das ist jetzt mal der Klassenunterschied. VR 2 gegen VR 3. Ja, und in der Tat ist Neuendorf an Krämer also wieder vorbeigekommen. War strategisch ungünstig, was er da gemacht hat. So, jetzt will das endgültig durchziehen. Aber das ist wieder die falsche Seite. Gut, man kann jetzt darüber streiten, ob das so sinnvoll ist, was Neuendorf hier macht. Halten können wird er den eh nicht. Kostet ihn so nur selber Zeit. Rasmus Thali ist 14 Sekunden jetzt weg. Jetzt geht Krämer durch. Aber das war natürlich, wäre besser gewesen, wenn Krämer dahinter geblieben wäre. Und es dann ganz elegant ausgangs der Galgenkopfkurve dann auf der Döttinger Höhe zu richten. Uhlenbrock war ein zweites Mal an der Box. Das war unplanmäßig. Oh, Neuendorf, jetzt aber langsam mal gut. Hat da gerade versucht, sich mit Gewalt nochmal in eine Lücke reinzupressen, aber das bringt doch jetzt nichts. Bonaventura, 20 Sekunden. Ja, das war wirklich nur mal kurz den Tankrüssel drauf und na gut, so ein wirklicher Rüssel ist das ja nicht. Das ist ja fast eine handelsübliche Tankstelle, die man bei der VLN da hat. Und dann wieder raus. Hummler ist allerdings wieder vor ihm. Ventura kommt auf Gesamtplatz 14 wieder raus. Hummler hat da doch eine ganze Mercedes Arena Vorsprung. Sollte also in der Klasse VR3 damit durch sein.
Solange Humla keinen Fehler macht. Damit können wir jetzt mal an die Spitze gucken. Also das gibt natürlich jetzt einen schönen Kampf bis ins Ziel. Durch den Boxenstopp ist Lestrange wieder in Führung gegangen. Oder ist zum ersten Mal in Führung gegangen. Moritz Kranz hat einen Abstand von 5 Sekunden jetzt beinahe zugefahren. Aber näher ist diese eine Sekunde, scheint er jetzt auch nicht mehr zu kommen. Wir sehen, dass sie beide am Limit sind. Wir haben es bei Kranz mehrfach gesehen. Auch Lestrange war jetzt gerade ausgangs der Mutkurve mal draußen. Hier nimmt man das Gas eigentlich immer wieder mit, weil diese eine Kurve da eingangs Klostertal viel zu eng auf dieser Strecke ist. Die kann man normalerweise voll fahren. Bei je nach Fahrzeug fast voll. Aber die geht jedenfalls viel schneller. Und Moritz Kranz kündigt sich da schon mal an. Beim Kollegen Brase. Er lässt ihn jetzt vorbei. Die Überrundung ging problemlos. Können wir jetzt auch mal vorbeischauen. Wer steht denn da jetzt so zur Überrundung an? Eine ganze Reihe Ausfälle. Das bleibt natürlich nicht aus. Letzter war Christian Semba, mal alles aber gemeldet gehabt. Also hier Brase, hier fährt Gattringer. Oh, da mal einen mit Problemen, aber mit ganz gewaltigen Problemen. Mario van Aken, ich glaube, da ist das Rennen zu Ende. Ja, das war's. Replay gibt es nicht. Also damit ist der schon mal weg. Jetzt bleibt noch Gattringer, auf den laufen die jetzt gleich auf. Die beiden Führenden. Dann gibt es also hier das Duell. Porsche 996 GT3 Cup gegen SP6 BMW M3. E46. Aus dem Hause Tischner. Also Lestrange wird diese Position natürlich nicht freiwillig aufgeben. Deshalb bleibt für Moritz Kranz nur die Grand Prix-Strecke oder die Döttinger Höhe zum Überholen. Und da müssen wir jetzt schauen, wie es mit dem Topspeed aussieht. Was haben wir da bislang? Gut, beide etwa gleich. Das heißt also, wenn Kranz den Windschatten bekommt und nach der jetzigen Situation ist das der Fall, sollte er in Führung gehen. Wir sind Ende der 11. Runde. Ich vermute, dass Lestrange die Reifen nicht gewechselt hat beim Boxenstopp und Kranz deshalb jetzt so aufholen konnte. Und wir werden jetzt wahrscheinlich gleich den entscheidenden Führungswechsel in diesem Rennen erleben. Geht raus auf die Döttinger Höhe und jetzt können nur noch die Motoren sprechen. 3,6 Liter Boxer 6-Zylinder gegen 3 Liter Reihen 6-Zylinder. Im BMW, oder hier ist es wahrscheinlich auch ein aufgebohrter, er fährt ja eine SP6, also dürfte das auch irgendwie sowas um die 3,5 haben. Und wir sehen, es reicht. Also, Führungswechsel. Moritz Kranz holt sich seine Führung zurück, oder holt er, tut das nicht? Jetzt hat der Windschatten aufgehört, aber er kommt doch vorbei. Er ist vorbei, und ich glaube nicht, dass Lestrange da jetzt nochmal irgendwo einen Konter setzen kann. Wenn, dann muss der jetzt sofort kommen, eingangs Mercedes Arena. Ansonsten sollte Kranz sich absetzen können. 8,40,2 Grad war die schnellste Runde. Trotz des Windschattens gehe ich nicht davon aus, dass jetzt eine neue schnellste kommt. Aber Achtung, der Lestrange ist gut rausgekommen aus der hohen Rheinschikane. Kranz geht auf die Kampflinie. Seite an Seite, aber Kranz ist in. Oh, Lestrange ganz spät auf der Bremse. Kriegt er das in die Kurve reingewürgt? Oh, irgendwie klappt es, aber es reicht nicht, um in Führung zu gehen. Kranz kann jetzt von außen reinziehen, wollte ich sagen, tut es aber nicht. Immer noch nebeneinander. Oh, zwei echte Profis. Und Lestrange geht wieder durch. Geht wieder durch. Also in der Realität kann man da außen herum gegenhalten. Das geht hier wohl nicht so einfach. Jetzt Anfahrt der Conti-Spange. Geht der innen daneben? Nein, Kranz bleibt zurück. Ah, Lestrange verbremst sich leicht. Kranz wieder daneben. Aber am Ausgang dürfte jetzt der Porsche mit dem weiten Weg mehr Schwung mitnehmen können.
großartig, was die beiden hier aufführen. Steffens und Anderson übrigens auch so eine Auseinandersetzung, aber jetzt geht es hier um die Führung. Steffens ist nämlich irgendwie vor Anderson gekommen und jetzt aber erstmal hier, es reicht wieder nicht. Nee, Kranz muss wieder zurückstecken. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, Eingang Nordschleife. Vielleicht jetzt innen daneben. Der versucht es jedenfalls. Aber es reicht wieder nicht so ganz. Kann man von außen natürlich wesentlich später bremsen. So, und jetzt diese Auseinandersetzung. Edgar Steffens ist da irgendwie an Erik Anderson wieder vorbeigekommen. Fantini nochmal an der Box für 2 Minuten. Da war wohl ein Boxenplatz besetzt. Für Anderson reicht es hier die Gerade runter nicht. Der BMW marschiert. Also für Anderson wird es ganz, ganz schwer. Der muss es irgendwie auf einem unkonventionellen Wege da vorbei schaffen. Ja, Steffens ist jetzt aber auch niemand, den man mal eben so mir nichts, dir nichts in den Fehler treibt. Nächster interessanter Punkt ist Arenberg. Zurzeit ist Moritz Kranz aber zu weit weg. Da ist kein Angriff zu erwarten. Oliver Möller und Bojan Mikic sind immer noch 9 Sekunden. René Krämer, den Rasmus Thali sollte er noch bekommen, danach ist Ende. 9 Dorf, Stadelmann, der Hummler hat einen Vorsprung von 19 Sekunden auf Bonaventura. Ich denke mal, die VR3 ist da entschieden. Bandschmutz. Oh, hier mal noch was. Markus Sauper und Sascha Lagler bekämpfen sich hier gerade. Und da geht es gleich auf die Döttinger Höhe. Bleib mal mit dem Tableau hier auf der Spitze. Also wenn sich da die Positionen ändern, schalten wir da sofort hin. Jetzt geht's hier also gleich zur Sache. BMW internes Duell. Sauper aus der Klasse VR2B. Und Lagler in der Klasse VR2C. Beide in der SP6. So, was geht da auf der Geraden? Nicht so sonderlich viel für Lagler. Jetzt baut sich der Überschuss noch auf. Jetzt muss er aber aufpassen. Da vorne ist schon die Brücke an der Antoniusbuche und genau da läuft er auf. Ja, sie kriegen es aber hin. Zu zweit nebeneinander da vorbei. Zu zweit nebeneinander Richtung Tiergarten und Lagler ist vorbei. Und da kam der Überschuss sehr spät, aber er kam und Lagler schmeißt das Ganze jetzt wieder weg. Oder auch nicht. Nein, der ritt da über den Rasen, bleibt erst einmal ungesühnt. Aber es gibt noch mal eine Chance jetzt in die Mercedes Arena rein. So, irgendwo da ist... Wo ist der denn jetzt abgeblieben? Aha, er hat ihn vorbeigelassen. Er wird ihn vorbeigelassen haben, denke ich mal. Ja, das ist eindeutig, also... Hat da selbst eingesehen, dass er sich da wohl einen Vorteil verschafft hat. Da Moritz Kranz. Also 2,5 Runden bleiben ihm jetzt noch, Sascha Lestrange niederzuringen.
Er sollte es gleich nochmal auf der Döttinger Höhe versuchen und das Ganze dann auf der Grand Prix-Strecke ein bisschen anders anstellen. Jetzt ist aber erstmal im Gras. Das hat Zeit gekostet. Wenn auch nicht allzu viel, aber er musste da auf jeden Fall mal lupfen. Auf dem Niveau, wie die beiden hier fahren, ist so ein Lupfer natürlich gleich tödlich. Dadelmann raus. DNF spricht wohl für Disconnects, aber wir waren da nicht mal ansatzweise in der Nähe dieser Position, deshalb wird uns da auch kein Replay angezeigt. So, was machen die beiden Kampfhähne hier? Sauper hat sich wieder ein bisschen abgesetzt. Dann Brackhahn. Durch seine Strategie ist Bonaventura an ihm vorbeigekommen in der Klasse VR3. Also er hat da wohl die Reifen gewechselt und irgendwie so einen Full-Service gemacht, der Maurice Brackhahn, weil er hat immer noch auf Alex Humler auch nach dessen Boxenstopp 1 Minute und 20 Sekunden Rückstand. Da ist doch irgendwas beim Boxenstopp gewesen, also war die erste Vermutung doch mal gar nicht so falsch. Allerdings sollte ihm ein Podiumsplatz hier in seiner Kategorie sicher sein. Denn Pfannschmidt, Sauper und Lagler sind allesamt aus der VR2-Klasse. Ja, da Markus Hartz, das war der zweite, der sich eine Durchfahrtsstrafe eingehandelt hat für zu schnelles Fahren in der Boxengasse. Hat dieses Rennen, glaube ich, nicht allzu viel Action gehabt. Also so viele um sich herum hatte er nicht. Auch Lukas Pichel hat keinen Abtrieb mehr auf der Vorderachse. Das wird er jetzt aber wahrscheinlich durchfahren, wobei der müsste noch 3 Runden machen, wenn er nicht überrundet wird. Schauen wir mal, wo die Spitze ist, ne? Oh, Kranz ist vorbei! Das gibt's doch nicht, jetzt darf doch nicht wahr sein. Also, jetzt wird fleißig hier zickzack gefahren. Kranz ist vorbeigekommen und ich fürchte, wir haben davon kein Replay. Ja, haben wir auch nicht. Also, ja, und er bringt die Döttinger Höhe wohl tatsächlich hinter sich, ohne dass Lestrange ihn nochmal attackieren kann. Jetzt baut sich ein Überschuss auf, aber hier geht es nicht mehr. Jetzt wird die Strecke nämlich so eng, dass man nicht mehr überholen kann im Tiergarten. Ja, und damit jetzt also gleich die Mercedes Arena. Die muss Moritz Kranz jetzt noch hinter sich bringen. Danach sollte er eigentlich wegkommen. Hat Lestrange etwa irgendwelche Taktikspielchen gemacht oder hat er einen Fehler gemacht, dass er da vorbeigekommen ist? Weil normalerweise hätte Kranz bis zur Döttinger Höhe nicht vorbeikommen dürfen. Da hat er immer noch Rückstand, kann keine Attacke starten. Also das sollte Kranz jetzt doch langsam ja haben. Denn Lestrange kommt nirgendwo daneben. Auch jetzt reicht es nicht. Also, Moritz Kranz hat die Führung übernommen. Das war jetzt das entscheidende Manöver. Wir haben es leider nicht im Bild gehabt, weil es an einer Stelle passiert ist, wo ich jetzt nicht damit gerechnet habe. Da kann das Trainjet eine ganze Runde den Anschluss halten, um dann auf der Döttinger Höhe wieder zu attackieren. 2 Runden sind jetzt noch zu fahren. Also einfach wird es für ihn natürlich jetzt nicht. Kranz war klar der Schnellere. Andersson hat mittlerweile 5 Sekunden Rückstand auf Steffens. Da scheint es sich zu entspannen. Also hier geht's in die nächste Runde. Schauen wir unterdessen mal hier vorbei. Boah, da wird der Körper komplett ausgenutzt. War nah dran, hier ins Gras zu rutschen, der Sascha Lagler. Kommt jetzt gleich wieder diese kritische Stelle. Eingangs zu UA8, wo wir jetzt schon mehrfach Fahrzeuge nebeneinander durchfahren haben sehen.
Aber hier ist nicht mit einer Attacke zu rechnen, dazu ist jetzt der Abstand zu groß. Oder, oh nein, er ist besser rausgekommen, Sascha Lagler, aber er kommt nicht daneben. Und hat jetzt auch schon, ja, er hat Saab zurückgenommen. Theoretisch hätte auch er es jetzt auf so eine abenteuerliche Situation ankommen lassen können. Ja, er schüttet ihn ganz leicht ab. Ungefähr 4 Fahrzeuglängen Vorsprung für Moritz Kranz. Minuten noch, aber es geht deutlich länger. Das Rennen wird natürlich auch erst dann abgewunken, wenn der Sieger durch ist. Also sobald die Zeit da abgelaufen ist, kann es sein, dass man mit 000 nochmal an Startziel vorbeikommt, aber trotzdem die Zielflagge nicht sieht, weil der Führende noch nicht aus seiner letzten Runde zurück ist. Dann muss man eben nochmal rum. Also das wird noch wesentlich länger dauern als hier diese 10 Minuten, die jetzt noch auf der Uhr stehen. Das wird alleine, ja, weil Viertel nach 11, bis der erste durch ist und bis der letzte durch ist, haben wir dann so ungefähr 25. Also, so kann man sich darauf einstellen, dass das noch eine ganze Zeit lang dauern wird. Lagler jetzt vorbei an Sauper. Auch das wieder an einer Stelle, wo es normalerweise nicht geht. Versucht das Replay abzuspielen, bringt nichts. Und Lagler hat auch den schnelleren Eindruck gemacht. Kann er jetzt vielleicht noch was gegen Pfannschmidt ausrichten? Er ist nicht allzu weit weg. Das, was sich anbahnt, ist hier René Krämer bei der Jagd nach Rasmus Thali. Den sollte er noch bekommen, danach ist aber Ende im Gelände. Nochmal auf das zweite Zeitentableau, Brackhahn, Hart, Michel ist ohne Frontschürze unterwegs, aber wenn er damit so gut klarkommt, wie das vorhin schon mal einem Porsche-Fahrer hier gelungen ist, das war Blech. Der ist ja 2 Runden ohne Schürze gefahren und hat das noch in einem relativ guten Tempo hingekriegt, sollte er sich auf der Position halten können, denn Schmidt ist weit zurück. 52 Sekunden waren wir auf dem letzten Messpunkt. Christian Frank. Ah, der könnte noch ein bisschen zu tun bekommen mit Jürgen Gattringer. Den ist das natürlich enttäuschend. Er musste direkt nach der ersten Runde reinkommen. Dann Uwe Grünenberg, Alexander Brase. Jan Weber. Der Ronny Fantini mit seinen 2 Boxenstopps natürlich ganz weit zurückgefallen. Markus Henkel wird da gerade überrundet von Neuendorf. Und dann haben wir noch die beiden Honda S2000, Ralf Krämer auf 29 und Jesper Pape auf 30. Dabei ist nämlich auch Pierre Uhlenbrock ausgeschieden. Damit haben wir jetzt 10 Ausfälle zu vermelden. Und das ist der 11. Moritz Kranz ist draußen. Och, das ist ja nicht wahr. Jetzt hat er gerade die Führung übernommen und da geht's raus. DNF, ich gehe davon aus, Disconnect. Ja, Moritz Kranz sagt auch, R-Faktor ist irgendwie rausgesprungen. Schreibt mich hier gerade an. R-Faktor ist rausgesprungen und ich kam nicht mehr rein. Das mal sein Statement. Das heißt also, dass es da irgendwie eine Fehlermeldung gegeben hat. Also ganz bittere Pille. Moritz Kranz ist draußen, 10 Minuten bevor die Uhr abläuft. Und Sascha Lestrange kann jetzt die letzten 1,25 Runden hier ganz locker angehen. Jetzt kann ihm das niemand mehr nehmen, außer die Technik. Ja, das war die Entscheidung im Kampf um den Sieg. So wollen wir es natürlich eigentlich nicht haben, aber gut, da kann man jetzt nichts machen.
Chat wurde mir noch gemeldet, dass Saupe einen kleinen Fehler gemacht hat. Ja, das war klar. Sonst wäre der Lagler da auch nicht vorbeigekommen. Also, ja, damit werden alle hier noch einen Platz aufrücken. Wie viel Runden Rückstand haben die denn? Also, der wird noch ganz bis ans Ende zurückfallen. Eventuell kann er noch vor Jesper Pape sich halten. Aber gut, das macht den Kohl ja dann auch nicht mehr fett. Also er kommt zwar weg, der Edgar Steffens, aber er muss kämpfen. So, da sehen wir die Stelle, an der es passiert ist. Das war also hier im Klostertal. Na, da machen sie jetzt alle den Platz gut. Ja, Mikic Möller, 10 Sekunden. Das ist eigentlich seit dem Boxenstopp so. Benny Krämer immer noch dabei, auf Rasmus Thali aufzuholen. Alex Humler gibt da gerade Lichtzeichen, das war aber eine Überrundung. Sascha Lagler, momentaner Rückstand auf Bonaventura, 8,5 Sekunden. Saupe hat jetzt einen Rückstand von 4 Sekunden auf Lagler, also Lagler ist da auch ein bisschen schneller. So, Pichel ist wieder an der Box vorbeigefahren. Wird also ohne von Schürze das Ganze beenden. Schmidt holt aber auch nicht so viel auf. Also es waren vorhin 52 Sekunden, jetzt sind 47. Heißt also, Pichel sollte ganz klar seinen Platz behalten. Haben wir hier einen ganz langsamen Jan Weber. Das scheint ein Reifenplatz zu sein. Ich glaube, der vorne rechts ist platt. Santini geht vorbei. Ja, er hat einen Einschlag gehabt, wenn ich das so richtig sehe. Er ist ganz klar vorne eingeschlagen. Und das hat den Reifen in Mitleidenschaft gezogen. Der wird also an die Box kommen müssen. Henkel ist ganz, ganz weit zurück. Sollte sich sogar ausgehen. Ja, Lestrange ist in der letzten Runde. Keinerlei Bedrängnis mehr für ihn. Da hat er das Glück des Tüchtigen diesmal auf seiner Seite gehabt. Das hatte Moritz Kranz nicht. Denn eigentlich war Kranz schon vorbeigegangen. Aber trotzdem natürlich hier eine super Leistung von Lestrange. Und auch Kahn ist nochmal an die Box gekommen. Ah, haben die Reifen das doch nicht mitgemacht, diese Strategie. Oh, Erik Andersson. Gut, es war nur ein ganz kurzer Stopp. Vielleicht hat er sich auch mit der Spritmenge verkalkuliert gehabt. Jedenfalls bleibt er auf der zweiten Position. Würde sicherlich gut mit leben können, in Anbetracht der Tatsache, dass er sich in Kurve 1 gedreht hat. Oh, da wird es mal kurz eng mit Brase. Ja, könnte ich doch an, dass er da ganz gerne vorbeigelassen werden würde. So, jetzt sollte es eigentlich gehen. Man sieht, in der Mercedes Arena sind diese schnellen Fahrzeuge, die für den Gesamtsieg in Frage kommen, gar nicht mal so viel schneller. Das ist so ein alter E30. Jetzt geht er durch. Ja, und Edgar Steffens, damit geht es jetzt hier ums Podium. Steffens sollte das Ganze aber eigentlich durchziehen können. Auch hier ist jetzt die letzte Runde angesagt. Andersson, dann Mikic, bei dem es beim Boxenstopp einfach viel zu lange gedauert hat. Schade, denn er hatte auch zumindest mal den Speed, um hier mitzureden ums Podium. Und irgendwie steht da gerade jetzt unser Kollege mit dem Reifenschaden am Boxeneingang und weiß nicht so richtig, was er machen soll.
Und ist ja gerade irgendwie noch beim Boxenmenü den Sprit am runterstellen, weil er das in seinem Ärger die ganze Zeit vergessen hat. Wir drehen die Crema jetzt gleich durch. So, jetzt geht's los. Na, was macht er denn da? Lucht wahrscheinlich gerade sich einen ab über das Boxenmenü. Also jetzt steht er erstmal. Dass ein Boxenplatz besetzt ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn es ist kein Fahrzeug zurzeit drin. Die sind alle auf der Strecke. Mal diejenigen, die noch fahren. So, in die Crema. Na, da geht's mal gerade so ein bisschen mit den Rädern in die Wiese. Ist natürlich auch so ein paar Flüchtigkeitsfehler. Die sind ja jetzt schon 2 Stunden am Arbeiten. Die Zeit ist abgelaufen, aber natürlich geht das jetzt hier noch einmal rum. Ja, vielleicht geht's schon auf dem Weg in Richtung NGK-Schikane. Der Porsche sollte doch um einiges mehr Leistung haben. Da ist der Dörr Motorsport BMW M3 E46 von Rasmus Thali, der aus der Klasse VR2D stammt. Die VR2A natürlich doch ein ganzes Stück schneller. Weil, ja, da tue ich dem Crema gerade Unrecht, der fährt in der Klasse VR2B. Also die zweitschnellste Unterkategorie. Trotzdem sind natürlich beide in der VR2 gewertet. Auch wenn die VLN-Klasseneinteilung wiederum eine andere ist. So, jetzt hat Thali sich gerade halb weggedreht. Und das kann Crema nutzen. Nicht das erste Mal, dass er den heute überholt hat. Oder überholen musste. Wir hatten ja vorhin schon mal ihr Zusammentreffen im Schwedenkreuz. Jetzt allerdings ist er vorbei. Ja, man sieht ja, wie in den Kurven der Rasmus Thali wieder rankommt. Aber spätestens jetzt, wo das schnelle Stück auf dem Programm steht, sollte Crema sich da absetzen können. Wo ist das Strange? Der ist gerade im Streckenabschnitt Eschbach unterwegs. Also die letzten Meter stehen für ihn auf dem Programm. Komm, er hat nochmal gefährlich nah an die Grasnarbe. Also so schnell musst du doch jetzt gar nicht mehr fahren. Oder er will einfach nur schnell Feierabend haben. Dann schauen wir noch mal gerade durch. Neuendorf, Humla. Ja, Humla holt sich dann die VR3-Klasse. Vor Bonaventura und Bracan. Lagler wird nicht mehr rankommen, das geht zu langsam. So, alle, wie sie jetzt hier noch rüberkommen, müssen noch eine Runde fahren. Auch Lukas Pichel muss sich da noch mal umquälen. Schmid wird vielleicht noch überrundet. Gattringer ist es bereits. Ronny Fantini ist noch vorbeigegangen an Alexander Brase, Markus Sinke, Ralf Bremer und Jesper Pape. Ja, Pape geht jetzt auch noch drüber, also der wird dann in der Wertung auch noch an Moritz Kranz vorbeigehen. So, aber hier kommt dann der Sieger des heutigen Rennens. Am Ende überlegen mit über 2 Minuten Vorsprung, Sascha Lestrange. Also einen tollen Kampf um die Pole mit Moritz Kranz. Dann in der ersten Runde waren sie noch dicht beieinander, aber sehr schnell hat sich Lestrange einen Rückstand eingehandelt. Hat sich dann beim Boxenstopp die Führung zurückgeholt. Möglicherweise hat er die Reifen nicht gewechselt, denn Kranz ist danach immer näher an ihn rangekommen. Hat ihn einmal überholt, Lestrange hat zurückgeschlagen. Beim zweiten Mal, kurz nachdem dann Kranz endgültig vorbei schien, erwischte ihn der Disconnect. Und damit bleibt natürlich jetzt Sascha Lestrange als Sieger.
trotzdem natürlich hier verdient. Ist ganz klar mit Moritz Kranz das gesamte Feld distanziert. Die Hohenrhein-Schikane steht für ihn noch auf dem Programm. Der Porsche bricht nochmal ganz leicht beim Bremsen aus, aber jetzt sollte er es haben. Noch einmal hochbeschleunigen und dann geht es über die Ziellinie für Sascha Lestrange, der in seinem Airnergy Porsche 996 GT3 Cup den Sieg hier beim VRLN-Lauf auf dem, am 21.12.2012 holt. Gratulation! Das war der letzte Lauf der Friday Night Series der VR 2012 und es geht an Sascha Lestrange und hier kommt Jimmy Kahn, der Zweitplatzierte. Ja, also sich stark wieder zurückgekämpft hat nach seinem Dreher in der ersten Kurve. Letztlich den Drittplatzierten hier über eine halbe Minute abgenommen hat. Da ist Steffens auch weiterhin weit genug vorne. Die Position zu verteidigen. Prima Tali immer noch dicht beisammen, aber Tali wird nicht zurückschlagen können. Das wird wahrscheinlich nicht mehr auf der Düttinger Höhe möglich sein. Hier also Jimmy Kahn. Da merkt man mal, wie lang so 2 Minuten 10 dauern. Lestrange macht da schon Party vor der Mercedes Arena. Vor der Mercedes-Tribüne hat er noch einen Überrundeten mit zu sich geladen. Ach, jetzt glaube ich weiß auch, warum der jetzt so lange gewartet hatte. Das ist doch unser Kamerad, der den Reifenschaden da gehabt hat. Oh, wo ist der eigentlich abgeblieben? Oh, Christian Frank macht hier noch richtig Stimmung, ausgangs der Hohenrhein-Schikane. Da soll jetzt aber schauen, dass er da wegkommt. So, jetzt steht er wieder richtig. Also, ne, ist doch nicht der mit dem Reifenschaden, der da gerade irgendwie mit Sascha Lestrange posiert hat. Ja, aber kommt Jimmy Kahn. Oh, da wird's nochmal spannend. Ah ja, der Edgar Steffens da verloren. Aber auf der Geraden sollte die Diva eigentlich schnell genug sein. Also bislang war er immer schneller geradeaus als Anderson. Jimmy Kahn also lässt sich feiern als Zweiter. Und hier natürlich Gratulation, gerade zu dieser tollen Aufholjagd. Und jetzt das hier, ja, Anderson kriegt zwar nochmal einen Windschatten von dem überrundeten Fantini, aber es wird nicht reichen, um Steffens noch zu gefährden. Also Edgar Steffens darf aufs Podium steigen. Im BMW M3 E30 mit V8 Motor. Anderson hat nochmal alles gegeben, aber es hat am Ende nicht ausgereicht. Letztes Zwischenbeschleunigen und Edgar Steffens ist durch. Kommt Anderson direkt dahinter. Lambojan Mikic in seinem Porsche, ja, 964 oder 993, man suche es sich aus. Modell ist ein 993er, auf der Liste steht 964. Kommt also als Fünfter drüber. Schade mit seinem Boxenstopp. Jetzt darauf zurückzuführen war, dass er Reifen gewechselt hat oder das Auto reparieren lassen hat oder dass einfach seine Crew zu langsam war. Kann man jetzt nicht sagen. Jedenfalls hat er da doch zu viel Zeit verloren. Kommt aber hier als verdienter Fünfter durch. Oliver Möller wird Sechster. Der hatte ja sein Aha-Erlebnis in der ersten Runde. Und René Gemmer bleibt hier also vor Rasmus Tali. Ja, warum auch immer der da ja so eine Kaffeepause eingelegt hat. Es muss irgendwas im Real Life gewesen sein. Letztlich nach einmal stehen bleiben, einmal zurückfallen und einmal Durchfahrtsstrafe kommt er hier also mit 4 Minuten Rückstand auf den Sieger als Siebter ins Ziel. Rasmus Tali, tolle Vorstellung hier in einem Fahrzeug aus der VR3 D-Klasse. Auf den achten Platz gefahren. Tim Neuendorf ebenfalls VR2 D, also die langsamste der VR2 Kategorien. Natürlich ist das nur eine inoffizielle Wertung, aber auch da schauen die Fahrer drauf. Hatte da ein ganz schön hartes Duell mit René Krämer geführt. Kommt jetzt als Neunter über die Linie.
Ja, Marc Wienecke wird die Top 10 dann komplettieren. Also noch einmal ein 993er Porsche hier in den Top 10. Hatte früher einen Einschlag. Zum Glück ist beim 993er Porsche da vorne kein Kühler drin, denn der ist luftgekühlt. Und jetzt geht es auch für ihn über den Zielstrich. Und dann nehmen wir gleich in Empfang den Sieger der Klasse VR3, Alex Hummler. Da kommt jetzt sogar nochmal Andi Pfannschmidt richtig dicht an ihn ran, aber das wird wohl nicht mehr reichen. Oh, er versucht es doch nochmal, geht daneben. Pfannschmidt bricht aus, der Porsche, aber er kriegt das jetzt gut rein in die Kurve. Und jetzt hat er natürlich nochmal ein paar PS mehr beim Spurt runter, fährt ihm nochmal drauf und er geht noch auf den letzten Metern vorbei. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Alex Hummler die Klasse VR3 gewinnt mit der gesamt 12. Position. Also Klassensieg hier für den BMW 320i-Piloten. Zweiter in der VR3 wird Daniele Bonaventura, der jetzt über den Zielstrich geht. Hier kommt Sascha Lagler durch, der Marco Sauke noch richtig was abgenommen hat. Weit mehr als 20 Sekunden. Und dann Maurice Brackan als Dritter der VR3-Klasse. So, dann schauen wir mal, wer noch fährt. Markus Sartz, Lukas Pichel. Ja, Schmidt steht schon, der ist hier bei der Generalversammlung. Ziel. Aber da sind natürlich jetzt noch einige unterwegs. Lukas Pichel wird dann also das letzte Fahrzeug sein, was die Zielflagge sehen wird. Und Markus Saupe, da ist noch einer. Ja gut, der ist über kurz wieder reingefahren. Saupe kommt durch, der musste, glaube ich, ordentlich Sprit sparen, weil der hat jetzt 35 Sekunden Rückstand auf Sascha Lagler. Der musste wohl eine ganz schöne Öko-Runde am Ende einlegen, im Sprithaus zu halten. Hier kommt der drittplatzierte der VR3-Klasse, Maurice Brackan. Also Gratulation, das nächste Mal vielleicht mit der Boxencrew noch ein Wörtchen reden, dann klappt das vielleicht sogar mit dem Klassensieg. Brackan ist durch, hier kommt Markus Hartz. Nach einer Durchfahrtsstrafe. Bleibt für ihn jetzt also der gesamt 17. Platz. Dann warten wir noch auf Lukas Pichel, sofern Jesper Pape im Ziel ist. Ne, Jesper Pape fährt noch, der wird der Letzte, der durchkommt. Den nehmen wir natürlich alle noch mit. Pichel muss ganz vorsichtig fahren, aber er hat seinen 18. Platz behalten, da Schmidt ja schon abgewunken war. Ne, Pape kommt sogar noch vor ihm rüber. Also Jesper Pape, letztes Fahrzeug in Wertung. Aber es wird am Ende der 27. Platz. Man sieht, was es hier wert ist, durchzufahren. Und Pichel ist auf der Strecke noch hinter ihm. Also er hat es durchgehalten. Sein Honda S 2000. Ja, da wird so eine Gerade ganz schön lang. Ich hab mal knapp 250 PS. Aber auch er hat es jetzt letztlich geschafft. Dann auch 13 Runden gefahren. Jetzt also die Zielflagge. Und dann warten wir nur noch auf Lukas Pichel. Also Jesper Pape ist durch. Damit haben wir jetzt noch den Porsche 993, den wir hier sehen, der jetzt auch in der hohen Rheinschikane ist. Und dann gleich als letztes Fahrzeug der diesjährigen Friday Night Series hier die Zielflagge sieht. Kommt durch und damit haben wir sie alle zu Hause. Alle Fahrzeuge sind über die Linie gegangen. Hier nochmal das Resultat. Sascha Lestrange, Jimmy Kahn, Edgar Steffens, Erik Andersson, Bojan Mikic, Oliver Möller, René Kremer, Rasmus Thali, Tim Neuendorf, Marc Wienecke, Andi Pfannschmidt, Alex Hummler, Daniele Bonaventura,
Sascha Lagler, Marco Sauper, Maurice Brackern, Markus Hart, Lukas Pichel, Sebastian Schmitz, Jürgen Gattringer, Christian Frank, Uwe Grunenberg, Ronny Fantini, Alexander Brase, Markus Henkel, Ralf Krämer und Jesper Pape. Das sind diejenigen, die die Zielflagge gesehen haben. Ja, und damit sind wir dann auch mit der Übertragung am Ende. Also leider konnten wir nur etwas später hier die Übertragung aufnehmen, weil uns R-Faktor da leider im Qualifying abgestürzt ist. Dafür aber hat uns hier im Rennen die Treue gehalten. Also die Welt ist immer noch nicht untergegangen. Wir haben hier ein tolles Rennen erlebt, einen packenden Kampf teilweise um die Führung. Das ist es für dieses Jahr von der Virtual Racing e.V. gewesen. Das war der letzte Stream 2012. Wir sehen uns dann alle 2013 wieder. Da wird es dann wieder eine ganze Reihe Meisterschaften geben. Also einfach unter www.virtualracing.org nachschauen. Da gibt es dann alle Informationen. Das war's also für heute. Heiko Stritz gesagt, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.